Miau, hallo Johnnylein, na, wie geht's dir denn? Miau. Und hallo netter Mensch. Mist. Ja, netter Mensch, du warst ganz knapp nicht der Erste, es tut mir leid. Miau. Und hallo Alpha Dude, na, schon heile zu Hause angekommen? Gut, wäre ja komisch, wenn nicht. Weil es hat sich ja gerade dann irgendwie doch noch ein bisschen verzögert, weil... Naja, man musste halt auch mal für kleine Schneeleoparden, ne? Hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Aber hey, fast 19.30 Uhr, ne? Und man sagt ja immer, besser spät als nie. Also ja, hier bin ich dann jetzt. Und zock Vollgeist, wie versprochen. Wichtig ist, dass ich es überhaupt mache. Es gab damals Zeiten, da sagte ich so immer, nee, jetzt ist zu spät, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das war aber irgendwie nicht so toll. Miau, das gehört sich auch nicht. Nee, selber Süßli. Gibt's zufällig schon Leute, die mitspielen mögen? Miau. Das war nämlich wunderschön. Selber Cutie Pascal, hallöchen. Also Pascal, mir geht es ja gut. Ich hoffe doch den ganzen Rest auch. Ich hoffe doch dir auch. So, dann haben wir ein Gulo hier. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. So, wenn es Leute gibt, die mitspielen wollen, ne? Nur zu. Ich bin hier. Und alleine ist ja langweilig. Miau. Ja, einigen von euch ist bestimmt bereits aufgefallen, dass ich mal wieder ein kleines bisschen das Overlay geändert habe. Ich dachte mal, man könnte es ja themenbasierend zu Halloween ein bisschen gestalten. Besonders, weil ich heute und morgen ja noch live bin. Am Sonntag weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Und am Montag weiß ich auch nicht. Da werden wir ja eh zu Halloween von Tür zu Tür laufen. Je nachdem, wie spät es ist, werde ich dort also auch nicht mehr live gehen. Ja. Deswegen dachte ich mir, ein Halloween-Film ist angebracht. So ein bisschen für Stimmung und so. Ah, leider nur mein Twitch-Account. Oh, das macht doch nichts. Mit dem Spiel kann man noch Cosplay zocken. Komm rein. Ist nur ein bisschen kompliziert. Also ich weiß, du musst erst bei Epic Games mit mir befreundet sein. Dann musst du dein Epic Games-Konto natürlich mit deinem Nintendo-Konto verbinden. Frag mich jetzt bitte nicht, wo das geht, das musst du gucken. Aber ich weiß, dass es geht. Und dann kannst du auch mit der Switch mit mir zocken. Und da kam sie auch schon die Anfrage. Ah ne, das war eine Einladung. Leute, eigentlich wollte ich der Host sein, aber macht jetzt nichts. Weil ich als der Streamer wäre schon sinnvoll, wenn ich der Host wäre. Gulo, wie es in der Überschrift steht, Vollgeist. Was man ja, glaube ich, auch da oben sehen kann. Nicht wundern, ich bin nebenbei ein bisschen am Essen, weil ich verdammt viel Hunger hatte und ich den Stream jetzt nicht noch verzögern wollte. Also nicht noch weiter. Ja, klar. Klar geht es beizutreten. Einfach eine Beitrittsanfrage schicken. Hättest du machen müssen. Und ja gut, ich hätte dich natürlich auch einladen können. Aber warte mal, netter Mensch, bist du das jetzt eigentlich hier oder ist das jemand anders? Muss ich mal ganz kurz fragen. Aber macht jetzt nichts. Aber kannst du mir einen Gefallen tun und das ganz, ganz rechte Minigame auch noch aktivieren? Weil ich würde gerne wissen, was das ist. Ja. Und dann entscheidet ja, glaube ich, immer der Zufall, ob jetzt eine Solo-Show passiert oder eins dieser Minigames. Ja. Ah, okay, cool, das bist du. Na wunderbar. Bin ich ja froh, dass das so schnell geklappt hat. So, wie sieht das magisch aus, Alpha Dude? Magst du auch noch mit reinschießen? Ist bei mir manchmal leider so, dass wenn es zu spät ist, ich keine Lust mehr auf alles habe. Alpha Dude, ich fühle mit dir. Ich kenne das nur zu gut. Aber ich bin immer der, wenn er etwas verspricht, es auch halten muss. Und wenn ich einen Streamplan aufstelle, dann verspreche ich ja in gewisser Art und Weise, dass das auch kommt an dem Tag. Es sei denn, es passiert wirklich irgendwas Krasses, sodass ich absagen muss. Aber dann schreibe ich auch rein und sag Bescheid, dass es halt nichts wird. So, wolltest gleich nochmal los? Wolltest noch ein paar Nachtaufnahmen mit dem Handy machen? Ey, ganz ehrlich, Johnny, du bist genauso wie ich, wenn ich mir ein neues Handy kaufe, weißt du? Neues Handy ausgepackt, eingerichtet und erstmal durch die Stadt laufen und die Kamera testen. Ich meine, Johnny schickt mir ja schon fleißig ein paar Fotos. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Bildqualität und ich bin mir am überlegen, ob ich mir mal so ein Testgerät anschaffe. Da gibt es ja wirklich die Möglichkeit. So 2 Wochen zum Testen und dann schauen, ob es gefällt oder nicht.
Falls es mir gefällt, könnte es möglich sein, dass ich bald einen Ebay-Tausch mache. Könnte. Muss nicht, aber könnte. Aber ich kann auch einfach warten, bis der Johnny das nächste Mal bei mir ist und dann... Dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ich als Kamerafetischist. Ich würde halt einen Live-Vergleich direkt nebeneinander haben. Weil bei YouTube-Reviews, da kann man immer nie 100% von dem anschauen, was man möchte. Die Bilder sind alle in 4K. Na nice. Da muss ich sagen, die Auflösung ist mir gar nicht so wichtig, weil Social Media Seiten wie Twitter oder Instagram skalieren das sowieso auf 720p runter. Mir ist halt wichtig, gute Lichtverhältnisse, auch in der Nacht. Und natürlich auch die Farben, wie diese sind. Wie die Schatten dargestellt werden. Ob es einen guten Tiefenschärfeeffekt gibt oder so. Weil je besser die Kamera, desto weniger muss ich editieren. Das hat dann einen Vorteil. Jo. So, wieso sind alle Leute, die du verlinkst, wenn du weg bist, Englisch? Was meinst du mit alle Leute, die ich verlinke? Wann habe ich denn Leute verlinkt? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Gudu spielt 12 Minuten mit. Ja, nice. Ich merke, ich lese schon wieder zu wenig den Chat. So, ich sehe da oben noch einen Kevin, der reingekommen ist. Aber hallöchen, Kevin, wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Ja. So, okay, Alpha Dude ist auch erstmal noch was. Kann ich verstehen. Ich mach das nebenbei. Zwischen den Ladezeiten. Wenn ich weg bin, man kann bei Twitch keine Leute verlinken. Wenn ich weg bin, müsstet ihr einen Offline-Bildschirm sehen können. Keine Ahnung, wo man bei Twitch Leute verlinken kann. Alpha Dude, weißt du da zufällig was? Es gibt eine Action-Kamera und eine Langzeitbelichtung. Langzeitbelichtung ist geil. Das hat mein Samsung-Handy nicht. Nur maximal 3 Sekunden manuell. Aber Langzeitbelichtung ist für mich dann doch ein bisschen länger. Auto-Host gibt es nicht mehr. Schon seit 2 Monaten nicht mehr. Das Twitch-Feature haben sie entfernt. Nicht mal der manuelle Host funktioniert noch. Was ich schade finde. Alpha Dude, kann man Leute bei Twitch verlinken? Weil offensichtlich habe ich welche verlinkt. Ach da, solange ich unten, solange ich offline bin, schaut da vorbei. Ja gut, das macht Twitch automatisch, ne? Zum einen gibt es natürlich eine Liste empfohlener Streamer, die ich ein bisschen weiter unten habe, aber die sind eigentlich auch alle deutsch. Wenn du da irgendeinen englischsprachigen Typen hast, dann liegt das halt daran, naja, weil ich bin ja in einem Twitch-Team, ne? Ich bin ja bei Furries on Twitch und da sind ja natürlich sehr wenig Deutsche drin. Also, könnte vielleicht daran liegen. Aber diese Empfehlung kann ich leider nicht bearbeiten. Wäre ja schön. Wäre schön, wenn ich aussuchen könnte. Ich meine, damals war ja der Host eine gute Möglichkeit. Da konnte man Kanäle hosten, wenn man Bock hatte. Haben sie leider entfernt. Finde ich schade. Dring the King sagt Ding Dong. Ich habe kein Ding Dong gehört. Aber ich sehe da oben, stay hydrated. Dann Prost. Ja. Pascal bestellt sich das Pokémon-Spiel. Boah, ich muss das auch noch machen. Ich muss Geld sparen. Unbedingt. Nein, Killer-Kommando kannst du nicht. Hosten geht nicht mehr. Falls du Better Twitch TV hast, hast du natürlich noch den Host-Button, aber er funktioniert nicht mehr. Da steht ja zwar, es wird ein Host-Befehl gesendet, aber natürlich funktioniert es nicht mehr. Wenn du jetzt bei dir im Chat /host eingibst, bekommst du sogar die Meldung, dass das nicht mehr geht. Ist halt echt schade. Die nehmen anscheinend immer mehr Möglichkeiten weg, andere Leute zu unterstützen. So, Gulo, wie schaut's denn aus? Wir warten hier gerade noch ein bisschen auf dich. Magst du dann noch schnell reinkommen? Oh, Kevin ist müde. Lass mal du. Ich nicht. Ich habe aber auch schon wieder bis 16 Uhr geschlafen. Kaputter Schlafrhythmus. Ihr wisst Bescheid. Wieso haben alle so neumodige Handys? Ich habe nur ein Huawei P20 Pro. Hä, das ist doch aber auch noch ein voll in Ordnung Handy. Ich merke, mein Deutsch geht mal wieder richtig flöten. Hä? Das P20 Pro ist doch voll nice. Hat eine gute Kamera, hat ein gutes Betriebssystem. Hat vor allen Dingen noch Google-Dienste, was die neueren nicht mehr haben. Ich kaufe mir einfach die neuesten Handys, weil ich so einen Kamerafetisch habe. Das ist der einzige Grund. Anstelle für einen Tausender eine teure Kamera zu kaufen, kaufe ich lieber für einen Tausender ein Handy. Und kann dann sogar noch ein bisschen mehr als nur Fotos machen. Und die Qualität ist fast dieselbe. Also in den heutigen Verhältnissen steht einem Handy einer Digitalkamera nichts mehr nach. Ne, nichts damit viel zu teure Objektive. Kauft euch einfach ein Handy. Er spielt eine Runde noch 6 Minuten. Okay, dann... Bin ich mal bereit, wenn ihr es seid? Ich sagte, ich bin bereit.
Der Controller hat erst nicht reagiert. Ja, ich muss Vollgas mit Controller spielen, weil ist angenehmer. Um einiges angenehmer. Ich bin übrigens ein verchromter Hotdog. Weil ich mir dachte, yo, der Skin ist witzig, den hole ich mir jetzt, weil ich hatte auch noch Showbox übrig. Also yay! Heute mal kein Sushi. Obwohl, später kann ich auch nochmal zur Sushi werden, aber jetzt will ich ein Hotdog sein. Es würde mich ja sehr freuen, wenn der normale Hotdog irgendwann nochmal mit da sein würde. Ach, alles gut, netter Mensch. Das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ach, das ist Skiflug. Lol. Aber nur eine Runde? Ich glaube, das Minigame kenne ich doch noch. Ja, genau, das ist das mit dem Lächeln. Ah, jetzt hätte vielleicht noch die Szene wechseln. Danke, Pascal, für den Hinweis. Hätte ich fast vergessen. So, Leute, aber ich muss euch jetzt eine wichtige Frage stellen. Weil bei mir laggt OBS gerade ein bisschen. Läuft's bei euch flüssig? Das muss ich wissen. Ich meine, ändern kann ich es jetzt sowieso nicht mehr. Ich zock Vollgas bereits auf niedrigster Grafik. Besser geht's nicht. Und mein Laptop hat gerade keinen Akku, sonst würde ich mit dem Laptop zocken. Über Game Capture. Ja, ich sollte vielleicht einfach mal öfter dran denken, meinen Laptop zu laden. Gerade bei grafikintensiven Spielen könnte das ja ein Vorteil sein. So, wie ist denn das hier eigentlich? Gilt das nachdem, wer zuerst die volle Punktzahl erreicht, oder was? Falls ja, dann kannst du das Minispiel in der nächsten Runde wieder rausnehmen. Weil das wäre dann ein bisschen zu frustrierend, wenn es wirklich nur das hier ist. Einmal ab durch die Mitte. So, ich habe schon 17 Punkte. Ich wette, ich bin letzter. Weil ich ja vorhin einmal runtergefallen bin. Oh, da mache ich einen Salto. Boah, ich merke aber, das mit der Zeit wird richtig knapp, ne? Ah, dieses Minispiel scheint nicht so qualitativ knackig zu sein. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Schade, die hätten das so machen sollen wie bei dem Hammerspiel. Dass man unbegrenzt viel Zeit hat und man einfach halt alle durchkommen kann. Und dann irgendwann vielleicht mal ein Timer losgeht. Ich meine, guckt euch an, die Zeit ist fast vorbei und ich habe gerade mal die Hälfte der Punktzahl. Gar keine Chance. Ja. Obwohl, jetzt habe ich 37. Oh nee, das schaffe ich nicht mehr. Niemals. Ich hoffe, mein Teammate kommt weiter, weil ich komme nicht weiter. Obwohl, wenn ich... Okay, ja, jetzt habe ich es verkackt. Wäre ich jetzt nochmal in die Mitte gekommen, hätte ich es doch noch geschafft. Johnny, danke für deinen Raid. Ja, das stimmt, raiden geht noch, aber wenn man jemanden raidet, hostet man dadurch niemanden. Weil ein Raid und ein Host war ja was anderes. Mit einem Raid schickt man seine Zuschauer zu einem Streamer. Mit einem Host kann man auf deinem eigenen Kanal diesen Stream laufen lassen, um ihn zu unterstützen. So, und jetzt habe ich natürlich wieder ewig den Chat nicht vorgelesen. Obwohl, so viel kann ja gar nicht rein. Johnny sagt alles flüssig. Dankeschön. Freut mich, dass es läuft. Ohne sichtbare Probleme. Sehr gut. Ja, OBS laggt nämlich gerne mal, obwohl der Stream nicht laggt. Das habe ich oft. So, der magische Dennis ist da. Natürlich darfst du mitmachen. Du kannst mir eine Freundschaftsanfrage bei Epic Games schicken. Ich heiße dort genauso wie hier bei Twitch. So, was haben wir denn hier? Kann man jetzt Augen sammeln? Ist interessant. Oh, aber diesmal gibt es gar nicht so krasses freizuschalten. Vielleicht dieses Geisterbanner. Wegen die King möchte Lightsaber haben. Diesmal habe ich das Ding dann gehört. Kein Problem, dann wechseln wir. Ich habe die Sabers leider noch nicht so eingestellt, dass sie im Dunkeln leuchten. Ich muss mich da echt mal nochmal ransetzen. Alles tun für maximale Qualität. Ne, man kennt's ja. So, aber hey, immerhin leuchten die Augen im Dunkeln, ne? Was will man mehr? Ah ne, das bessere ich demnächst noch aus. So, also magischer, netter Mensch. Wenn du magst, kannst du gern dieses Minispiel wieder austragen. Dann darfst du dir noch süß entscheiden, ob wir eine Solo-Show oder ob wir eine Duo-Show machen. Oder falls gleich noch eine dritte Person reinkommt, können wir ja auch... Ich habe vergessen, wie das andere heißt. Dieses, also... Ja, dieses Team-Match halt. Jo, kein Problem. Ich warte. Und ja, Gulo, auf dich warten wir auch.
Jo. Was, ob ich heute DOS spielen können? Nee, wie soll ich denn das machen? Ich zock doch gerade schon Vollgeist. Aber ich kann's euch sagen, und zwar der liebe Noxy. Wir haben uns schon ein bisschen auf Instagram abgekakelt. DOS wird wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich, am Mittwoch kommen. Weil er da Zeit hat und ich habe ja gesagt, ich mache die DOS-Challenge mit ihm zusammen, weil ich es ihm versprochen habe. Ja, Mittwoch. Falls der seltene Fall eintreten würde, dass er absagt, zock ich's trotzdem. War einmal im Streamplan, immer im Streamplan. Need for Speed letzte Woche war eine Ausnahme, weil das Spiel ja spontan nicht ging. Das war dann auch schade. Ich soll dich einladen. Wie heißt denn du bei Epic Games? Das weiß ich gar nicht. Ah, okay, gut, das ist leicht. Ein Dennis. So, Einladung ist raus. PS, nicht wundern, ich habe die Macke, dass ich bei Epic Games immer dreimal einlade, weil Epic Games gerne mal die Einladungen nicht rausschickt. Passiert ganz oft. Truppschau. Ah, genau, so heißt das. Ja, man merkt, ich habe schon wieder etwas länger kein Vollgas mehr gespielt. Aber das muss ich machen. Ich habe mir den Battle Pass damals... Battle Pass? Ich habe mir den Battle Pass damals gekauft. Ich möchte den natürlich vollkriegen. Sonst ist das Geldverschwendung. Ja. Kannst du mich adden? Habe einen kleinen Namen. Adde doch einfach mich, aber ja, gut. Schreib den Namen rein und ich schicke dir eine FA. Das kriege ich noch auf die Schnelle hin. Ich auch, aber bin zu voll zum Spielen. Ach, du heißt wie hier. Na gut, dann wird das ja easy. Also, Gulu 287. So, wo mache ich das? Epic Games immer noch so unübersichtlich. Da mache ich das. Gulu 287. So, da gibt es zwei tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, du bist der Gulu, der nicht mit Caps Lock geschrieben wird. So, Freundschaftsanfrage ist raus. Ja, ich dachte mir 20.000 oder 25.000 ist doch ein bisschen zu übertrieben. Ich denke mal 12.000 Kanalpunkte ist ein fairer Preis. Das ist nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Das heißt, ich dürfte nicht von Grußkartenanfragen überschwemmt werden. Also passt. Maschein! Das ist in der Tat sehr schön. Einladen bitte. Gibt es dann immer noch keinen Beitreten-Button bei Epic Games? Geschweige denn eine Benachrichtigung, dass die Freundschaftsanfrage auch akzeptiert wurde. Charlie, welche Version von Pokémon spielen? Ich will mir Karmesin, weil ich das Pokémon, das legendäre Pokémon, hübscher finde. Ja. Jawohl, da sind wir. Oh, ist das süß, der hat Katzenohren. Oh mein Gott, ich will Katzenohren. Es gibt nicht zufällig gerade Katzenohren im Shop. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber allein deswegen werde ich jetzt jeden Tag in den Shop reingucken, ob es Katzenohren gibt. Oh. Obwohl das eigentlich ein Standard-Skin ist, nur mit Katzenöhrchen, sieht das so mega cute aus, dass ich das jetzt haben möchte. Ey, was machen die? Was meinst du, die Vollgeist? Die fallen runter, wenn man nicht aufpasst. Oder meinst du, was die Grußkarten machen? Naja, Grußkarten sind Grußkarten, ne? Ihr könnt euch da halt Grußkarten kaufen. Es gibt drei verschiedene Motive, die ihr euch aussuchen könnt und dann schicke ich euch eine Grußkarte. In manchen Regionen von Deutschland, wow. Einer von euch hat anscheinend schlechtes Internet. In manchen Regionen nennt man das auch Postkarte. Natürlich müsst ihr damit rechnen, dass ihr mir eure Adresse geben müsst. Wenn ihr das nicht möchtet, dann holt euch auch keine Grußkarten. Obwohl, falls doch und es dann doch nicht geht, kann ich ja die Punkte nochmal zurückerstatten. Du fängst mit Purpur an und dann kam er sehen.
Eigentlich macht es keinen Sinn, beide Spiele zu haben. Es sei denn, man will einen vollen Pokédex. Was ich aufgrund meiner Switch-Situation sowieso hinbekomme. Beide Spiele machen wirklich keinen Sinn. Es sei denn, man möchte jetzt unbedingt alle Charaktere sehen. Nee. Mir reicht eine Edition. Ich finde, das ist schon teuer genug. Und ich wette, dass da irgendwann auch wieder DLCs kommen, was dann auch wieder teuer sein wird. Miau. Grußkarten. Ja, Karten, die grüßen. Sehr gut erklärt. Alles gut, man muss ja nicht gut spielen. Hauptsache, man hat Spaß. Auch nee, sagt mir nicht, dass die Epic Games Server heute schon wieder down sind. Och nee, was ist denn das für eine Scheiße? Ausgerechnet dann, wenn ich das Spiel zocken mag, oder was? Es könnte dann also sein, dass wir heute doch das Spiel wechseln müssen, weil anscheinend. Ihr seht ja, die Verbindung ist scheiße. Junge, Epic Games war sonst immer das Vorbild gegenüber von Steam. Es kann doch nicht sein, dass jetzt die Server so scheiße sind. Seit mehreren Monaten hat man ständig Serververbindungsprobleme. Aber ihr seid auch alle rausgeflogen, ne? Sonst wärt ihr ja nicht mehr in der Lobby drin. Mann. Ich hasse das Spiel manchmal. Na ne, ich bin rausgeflogen. Sorry, und an mir liegt es definitiv nicht. Ich habe fast ein Gigabit. Das können nur die Epic-Server sein. Das Nervige ist ja, ich kann euch ja jetzt nicht mehr zugucken. Weil es keine Zugucken-Funktion gibt. Miau. Oh Mann. Ich frag mal ganz kurz, Google, gib mir mal eine Sekunde. Kleinen Moment. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich wollte nicht nach einem Download suchen, ich wollte gucken, ob das Game down ist, aber danke. Das ist der Beweis, dass Microsoft Edge immer noch scheiße ist. Aber immerhin lädt der Browser schneller als Chrome. Ja, es gibt sehr viele Meldungen. Die Epic-Server sind gerade doof. So, Dennis, du kannst ruhig auch nochmal in die Lobby kommen. Oh, Ohren wackeln. Okay, ich wackle mit den Ohren. Miau. Ja, hoffentlich wird mir nicht schlecht dabei. Ach ja, wie lange muss ich das eigentlich machen? Ich habe gar keine Zeit eingegeben. Oh. Hallo Fuchsi Rudi, grüß dich. Ja, ich meine ganz ehrlich, mittlerweile sind die Epic Server sogar noch schlechter als die von Nintendo. Weil bei Nintendo hatte ich schon ganz lange keinen Absturz mehr. 12 Minuten? Nee. Niemals. Zu lange. Ja, also wie gesagt, Dennis, du kannst ruhig in die Lobby zurückkommen. Ah, okay. Machen wir einen zweiten Versuch. Miau, miau, miau. Einfach miau. So, während wir starten, mache ich bei Visiface mal eine bessere Beleuchtung rein. Miau. Aber irgendwie ist das ein bisschen zu dunkel. Ach komm, jetzt löst doch nicht immer genau dann was ein, wenn ich hier gerade im Hintergrund beschäftigt bin. Leute, das zieht sich gerade schon wieder alles, wisst ihr das? Okay, gut, was trinken kann ich hier? Ja, Kevin, bei Nintendo habe ich in letzter Zeit nicht so viele Probleme wie hier bei Fall Guys, weil Fall Guys stürzt ständig ab. Zumindest werde ich ständig aus den Lobbys geschmissen. Und PS, nein, ich habe keine Bambusleitung. Ich weiß, wie gut mein Internet ist und dass es nicht an mir liegt, wenn die Server nicht stabil sind. Miau.
So, jetzt bin ich ein bisschen heller. Nein, ich bin nicht rassistisch, aber ich bin ein bisschen heller. Ich dachte mir mal, die Lightsaber sehen schon ziemlich doof aus, wenn es zu dunkel ist. Also, miau. Alles klar, Kevin. Genau. Bulu hat Katzenohren, Fuxi hat Fuchsohren und Kevin hat Chicken Nuggets. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe einen dicken Schwanz. Also hinten. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, aber hinten. Ich bin ein Schneeleopard. Mein Schweif ist flauschiger und größer als der von euch allen. Hand hoch, wer gerade zweideutig gedacht hat. Alpha Dude hat Pizza. Geil. Ich habe Kartoffelsalat. So, zweiter Versuch, Leute. Uff, das Spiel leckt bei mir aber gerade intensiv. Ich glaube, das nächste Mal zocke ich doch über Laptop mit Game Capture. Falls ihr Ruckler habt, liegt das nicht an euch, es liegt an diesem Spiel hier. Piss, ich zock's mit niedriger Grafik. Ne? Oh Mann. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Los, ich bin ein silberner Hotdog. Mach ein Salto. So, die erste Runde haben wir schon mal geschafft. Och nein, jetzt sind die Server wieder abgestürzt. Ist nicht euer Ernst. Nee, das ist mir gerade zu doof. Ich alt und erfriere das Spiel jetzt einmal und starte es neu. Das habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Vielleicht behebt sich das Problem mit einem Neustart. Ansonsten müssen wir gucken, was wir sonst spielen. Dann geht Vollgeist für heute nicht. Aber ich check nicht warum. Vorhin hat alles einwandfrei funktioniert. Beziehungsweise ich habe ja gestern schon einmal getestet. Ich weiß nicht, was man da sonst noch machen könnte. Ich kann jetzt nicht Doors spielen. Ich habe noch nicht meinen Roblox-Account. Weil irgendjemand hat meinen Username geklaut. Und ich kann mir denken, wer das war. Rein zufällig hat dieser geklaute Account auch einen Linktree, das auf Charlie Fluffpaw endet, und ich kann mir wetten, dass Ice Cream Protogen mir diesen Account geklaut hat. Weil er dasselbe ja auch schon mit meinem Linktree gemacht hatte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich werde ihn demnächst mal zur Rede stellen. Das kann doch nicht sein. Na, weil in deinem Linktree nun mal ein Roblox-Account mit dem Namen Charlie Fluffpaw verlinkt ist. Folgedessen kann man nur logisch schlussfolgern, dass du das gemacht hast. Deswegen bitte ich dich darum, bitte diesen Roblox-Account zu löschen. Na, Fuxi-Rudel, das kann jetzt jeder behaupten. Sorry, dann nenn mir eine andere Person, die meinen Linktree geklaut haben könnte. Nur mein Roblox-Account. Weil keine Sau in Roblox kennt mich wahrscheinlich. So krass weltbekannt bin ich nicht, dass man mir einfach Usernamen klaut. Zumindest nicht, wenn man mich nicht bereits kennt. Miau. So, jetzt muss ich euch wahrscheinlich alle nochmal einladen, oder? Ich merke, ihr habt Schwarzbild. Wie schön, dass mal wieder nichts richtig funktioniert. Jetzt. So. Warum schickt ihr mir Einladungen? Ich bin der Streamer, Leute. So, wen hatten wir denn noch drin? Wir hatten einen Dennis und wir hatten den Mensch aus der Zukunft. Miau. Naja, aber Ice Cream, du hattest mir trotzdem damals meinen Linktree geklaut. Das war das Drama, wenn du dich erinnerst. Und du hast sogar offen im Chat gesagt, dass du diesen Linktree gemacht hast. Also, den hast du wohl noch nicht gelöscht. Und in diesem Linktree ist halt eben dieses Roblox-Konto verlinkt. Was zufällig heißt wie ich. PS, ich habe kein Roblox-Konto. Wer auch immer das ist, kopiert mich nur. Nee, Fuxi, was du mir damals gesagt hast, ist, dass das ändern nicht geht. Ja.
Njam, njam, njam. Ist auch jetzt egal. Ich schau mal, wie ich mich dann dort nenne. Nums. Ich mache jetzt noch einen letzten Versuch mit Fall Guys. Ansonsten... Ich weiß halt gar nicht, was wir sonst noch spielen könnten. Ich habe gar keine richtigen Multiplayer-Games auf dem PC drauf. Das ist das Einzige. Aber mir. Make it meme. Ich will eigentlich irgendwas Spannenderes spielen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe mich jetzt hier darauf echt gefreut. Und ganz ehrlich, Make it meme finde ich echt ziemlich langweilig. Gelegentlich lacht man, ja, das stimmt, aber nur wenn jemand mal wirklich eine gute Idee hat. Aber ansonsten, na weiß nicht. Ist ein bisschen zu langweilig, das hat man das letzte Mal auch gemerkt. Ich glaube, nach ein, zwei Runden war dann schon Schluss. Und die Leute, die Dinge, die lustig sind, das sperrt natürlich Twitch, ne? Also Cards Against Humanity lässt sich nicht zocken. Und warum? Richtig, weil Twitch keinen Spaß versteht. Geht's so los, ich hoffe, jetzt geht das mal richtig hier. Wetten, dass es gleich wieder hängen bleibt? Ich sehe es kommen. Ja, ach komm schon, was ist das? Ich check's nicht, wirklich nicht. Ah, ist das nervig. Mich würde es ja interessieren, ob es funktioniert, wenn ich einfach aus der Lobby rausgehe. Ich starte mal kurz eine Solo-Runde. Kann mir jemand sagen, wie ich aus der Gruppe gehe? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Ah, so geht das. Wunderbar. Ach was, du bist auch rausgeflogen? Warte mal, bist du jetzt rausgeflogen, weil ich aus der Gruppe gegangen bin, oder warst du schon vorher rausgeflogen? Das ist Epic Games X Nintendo. Naja, Kevin, ich zock's ja am PC. Ich zock's ja nicht an meiner Nintendo Switch. Also, ne? Die Frage ist, ob das Spiel da besser läuft, wenn ich es auf der Switch zocke. Ich meine, ich kann's ausprobieren. Die Game Capture sieht nämlich noch so aus, als wäre sie verbunden. Aber das Problem ist, dass ich Zeitverzögerung habe, weil ich gerade den Monitor nicht angeschlossen habe. Und ich dafür den Stream beenden müsste, was ich nicht möchte. Ja. Ah, er ist vorher rausgeflogen. Mario Kart? Ah, das habe ich doch gestern auch schon gespielt. Oh Mann. Ich sehe es kommen, ich mache gleich wieder einen Just Chatting Stream. Einfach just for fun. Oder habt ihr Bock auf Moment? Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Moment wäre was, was ich schnell runterladen könnte. Wenn ihr möchtet. Mio. Kennt einer von euch Moment? Ich weiß, Kevin und Alpha kennen es auf jeden Fall. Nimm, 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 nimm. Neue Season in Marbles. Aber das macht er nicht. Ach, ihr kennt das nicht? Na, dann lernt ihr das kennen. Das ist ziemlich nice und ziemlich leicht. Muss das Spiel nur ganz kurz finden. Gebt mir ein Sekündchen. Wieso ist das schon wieder so schwer, das zu finden? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt habe ich es gefunden. Ja. Dass man bei Steam immer erst die Suchleiste benutzen muss, um ein Spiel zu finden. Und das, obwohl ich noch nicht mal viele Spiele habe. WTF, seit wann ist dieses Spiel 8 GB groß? Ich hasse Steam, aber so richtig. Alpha, ich habe gesagt, du kennst doch bestimmt Murmeln. Weil wir haben ja schon öfter mal gezwiebelt. Habt ihr zufällig Lust darauf?
spiele doch Stumpelgeist. Was soll das denn schon wieder sein? Ich spiele keine Spiele, die keiner kennt. Und Vollgeist-Abklatsche spiele ich eigentlich auch nicht, weil ich habe schon mit dem Original genug Arbeit. Aber Kevin, da muss ich auch dazu sagen, nicht jeder guckt Twitch. Und nicht wirklich viele zocken Murmeln. Die wirklich krassen Murmelspieler sind auch keine Deutschen, was daran liegt, dass man sie halt nicht findet, ne? Also wenn ich wirklich mal nach Marbles im Stream schaue über Twitch, dann bin ich da meist kein Deutschen. Also verständlich, dass man das auch so nicht vorgeschlagen kriegt. Dann ist es auch verständlich, dass die Leute das nicht kennen. Ich kann es ja auch nicht, bis ich das zufällig mal bei einem Bekannten gesehen habe. Wurde mir ja auch sonst nie vorgeschlagen. Hab's bei einem Kumpel gesehen und dann dachte ich mir, boah, das macht Spaß. Man hat schon was davon gehört. Echt? Ich tatsächlich nicht. Wirklich, ich kannte es auch nicht. Bis mein Kumpel das gespielt hat. Echt jetzt? Und man kann auch davon nichts hören, weil bei YouTube zockt das keiner, weil es ja für Twitch ist. Und bei Twitch zockt es auch fast keiner. Und Vorschläge für Murmeln bekommt man auch nicht. Wie also möchte man das kennenlernen, wenn man keine Freunde hat, die das zufällig kennen? Das Spiel heißt immer noch Marbles on Stream. Aber das kann man nicht runterladen, weil das zockt man direkt bei Twitch. Ihr müsst da einfach nur Befehle eingeben dann. Also wenn ihr wollt es selber streamen, dann müsst ihr das Spiel runterladen. Beziehungsweise kaufen. Ich glaube, das Spiel kostet Geld. Ich weiß es gerade gar nicht. Among Us. Nein, danke. Ich hab doch jetzt gesagt, was ich zocke. Ich meine, anders geht's halt jetzt wirklich nicht, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich könnte eine Solo-Runde bei Fall Guys probieren, um zu schauen, ob ich dann immer noch Abstürze habe. Weil wenn nicht, dann kann es auch daran liegen, dass einer von euch jetzt, die mitgespielt haben, eine Bambusleitung hätten. Aber eigentlich müsstet ihr dann rausfliegen und nicht die ganze Lobby. Also glaube ich wohl schon, dass Fall Guys generell einfach nur scheiße ist gerade. Hey, netter Mensch, was schreibst du da jetzt? Ja. Verwirrt mich mal bitte nicht schon wieder. Ich bin schon verwirrt genug gerade. Was heißt mal keine Murmeln? Bis gerade eben kanntest du das Spiel noch nicht, dachte ich. Oder verwechsel ich das jetzt schon wieder? Miau. Nee, eine Runde Duo will ich auch nicht. Beim Minispiel vorhin, da lief es komischerweise richtig. Pass auf, ich werde jetzt wirklich mal eine Runde Solo probieren. Wenn es dann funktioniert, dann lag es an einem von euch. Wenn es dann immer noch abstürzt, lag es nicht an euch. Jo. Du findest Murmeln nicht so spannend? Wie kannst du nur? Ist auch ein richtig tolles Spiel. Ach man. Ich hätte diesen Stream dann vielleicht doch absagen sollen. Hätte ich gewusst, dass die Server down sind, hätte ich gesagt, nee Leute, sorry, heute nicht. Sind glasig und rund und rollen. Ja, das haben Murmeln so an sich, ne? Und stimmt, bei Marbles on Stream, da sind die meistens nicht leuchtend. Beziehungsweise glasig. Aber rund sind sie. Aber auch nicht immer. Es gibt auch eckige Murmeln. Okay, nein, die Server sind generell am Arsch. Tja, da lässt sich nichts machen. Das heißt also ein andermal wieder. Miau.
Aber Gulo, Marbles ist das Spiel, was ich die ganze Zeit schon erkläre und was du gerade gesagt hast, das magst du nicht. Wie kannst du ein Spiel nicht mögen, wenn du nicht mehr weißt, was es ist? Das ist wirklich eine ernsthafte Frage. Bitte Mario Kart. Oh Mann, jetzt lade ich mir extra Marbles runter. Aber pass auf, ich habe eine Idee. Genau dafür ist ja dieses Feature da. Jetzt geht's aufs Ganze. Oh nee, warte, Prediction war Vorhersage. Slash Poll war eine Abstimmung. Wir machen es einfach ganz einfach. Was? Man kann nicht mehr Kanalpunkte für zusätzliche Stimmen reinmachen? Was ist das denn für ein Betrug? Ja, aber Hauptsache Bits gehen noch, oder was? Damit Twitch wirst du jetzt auch Geld geil. Egal, Umfrage steht. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Ihr habt die Wahl, was ihr wählt. Mario Kart oder Marbles? Miau. Okay, ich sehe jetzt schon, dass die Mehrheit für Marbles sein wird. Was? Mumble heißt aber so? Sorry, jetzt ist es wieder total out of context. Bitte aufhören zu verwirren. Bitte richtige ganze deutsche Sätze. Bitte, tut mir den Gefallen. Weil in letzter Zeit übertreibt ihr es echt mit diesen out of context Sätzen. Also bist jetzt nicht nur du, sondern ganz, ganz viele sprechen jetzt nur noch in Rätseln in den letzten Tagen. Bitte ganze Sätze schreiben. Weil ich muss wissen, um was es geht. Weil ich kann nicht die ganze Zeit hier auf den Chat gucken und da wäre es gut, wenn man einen ganzen Satz formuliert. Weil ich sonst wirklich nicht weiß, was geht denn jetzt eigentlich ab. So, ich glaube, das Spiel kann ich ja erstmal kurz beenden. Wunderbar. Weg ist es. Jetzt wäre Hintergrundmusik ganz cool. Man kann mehrfach stimmen bei der Abstimmung. Ja, ich weiß, das ist so ein Feature von Twitch. Aber nicht mehr über Kanalpunkte, das geht jetzt nur über Bits. Deswegen weiß ich, dass das keiner tut. Kann ich verstehen. Ich unterstütze Twitch auch nicht gerne. Miau. Johnny, benutzt du gerade Bits, um für Mario Kart zu stimmen? Das sieht gerade sehr verdächtig aus. Johnny, übertreibst du es gerade ein bisschen? 69% übrigens gerade. Was? Nein, Kanalpunkte gehen gar nicht. Das Feature gibt's nicht mehr. Sonst wurde es mir ja angeboten. Als ich gerade die Abstimmung gestartet habe, gab es kein Feld für Kanalpunkte. Hä, wieso könnt ihr das alle? Ich kannte das nicht. Hätte man Kanalpunkte aktivieren können, hätte ich das auch gemacht. Aber dann hätte ich das für 1000 angeboten. Also jetzt mal ernsthaft. Ist mir klar, Johnny, dass es Kanalpunkte sind. Meine Frage war, wie? Wenn ich es doch gar nicht eingestellt habe. Da stand klar und deutlich Bits. Oder die Twitch-Server sind so dumm und haben Bits mit den Kanalpunkten vertauscht. Da stand eindeutig drauf, für 10 Bits kann man das machen und da war auch das fette Bit-Logo drauf. Aber egal. Gut, in dem Falle sieht man ja trotzdem, was ihr lieber möchtet. Ja, warum auch nicht, ne? Nimm. Ja, Alpha Dude, das weiß ich doch. Das sagt ihr mir jetzt schon das 4. Mal. Dennoch sage ich euch gerade, dass es trotzdem nicht da stand, dass es jetzt für Kanalpunkte ist. Ich habe nicht gesagt, dass ihr das nicht könnt. Ich habe gesagt, es war nicht einstellbar. Beziehungsweise wurde falsch angezeigt. Ich muss noch Avatar changen, echt? Ah ja, ich sehe schon. So, also zocken wir Marbles. Dann hat sich das ja jetzt fair entschieden. Hey, ein Vorteil hat das alles jetzt. Jetzt sind viele Leute nicht mehr so reich. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Riesig. Oh, ich bin wirklich riesig. Ich muss auch an die Einstellungen gehen und das ändern. Das ist ein bisschen zu riesig, wenn ihr mich fragt. Flauscht. Einfach flauscht. So,
das besser. Ja. Wie, netter Mensch geht jetzt auch einfach. Warum? Achso, ne, Gulu muss los. Aber richtig lösen müsste ich ja auch schon. Ja, Avatar wechselt. Dann wünsche ich dem Gulu meine magische gute Nacht. Und vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Oh Mann, ey. Aber weißt du, wie soll ich in den Battle Pass bei Fall Guys hochschießen, wenn das nicht richtig funktioniert? Wenn die Server so richtig scheiße sind. Das nervt ein bisschen. 780 Kanalpunkte hast du eh gleich wieder. So schnell geht das nun auch nicht. Miau, 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 miau. So, Marbles on Stream late übrigens noch. Bitte warten Sie eine Runde. Und wir warten. Und wir warten. Hier steht, wird verifiziert. Achso, der Download ist schon fertig. Das installiert wahrscheinlich gerade nur. Ich bin King Cutie. Nicht heute. Was meinst du mit Spiel einfach auf Xbox? Ich habe keine Xbox. Und nein. Die beste Konsole existiert nicht. So hart das jetzt klingt, aber die beste Konsole ist und bleibt der PC. Und da gibt es keine Diskussion. Nichts hat so viel Leistung wie PC. Da kann die Xbox noch so krass sein. PCs sind immer krasser. Was glaubt ihr, mit welcher Hardware Konsolen programmiert werden? Ja. Nein, ich bin nicht cute. So, wenn Marbles on Stream jetzt auch mal starten würde. Ich habe nämlich einen Black Screen. Miau. So, jetzt. Miau. Dann werde ich noch kurz das magische Fenster reinmachen, damit ihr auch etwas sehen könnt. Wäre sonst echt schade. Oh Mann. Oh Mann. Die Technik funktioniert halt einfach gar nicht. Und das finde ich echt nervig. Also so nervig, dass nervig eine neue Bedeutung hat, ne? So, dann werde ich noch ganz kurz den Titel ändern. Gib mir einen kleinen Moment. Oh, jetzt funktioniert das nicht. Will OBS mich eigentlich verarschen? Ich kann die Kategorie nicht ändern, weil es lädt. Weiß irgendjemand von euch, ob man das auch irgendwo im Browser machen kann, damit man es bei OBS nicht tun muss? Weil das nervt mich gerade ein bisschen. Miau, 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 miau. Um was geht es gerade? Stimmt irgendwie, aber ich meine, man kann die bestimmt modifizieren. Hä? Gesundheit? Um was geht's jetzt schon wieder? Ich kann nur den Streamtitel ändern, aber nicht die Spielkategorie. Nee, Mods können das nicht ändern. Das kann nur ich tatsächlich. Aber ich weiß nicht wo. Bei OBS laden die Kategorien mal wieder nicht. Alpha, bist du noch da? Kannst du mir vielleicht sagen, wo das geht? Weil man wird gebannt, wenn man etwas Falsches spielt. Ich kann jetzt nicht Marbles zocken, wenn er nach Fall Guys steht. Das ist laut Twitch-Richtlinien verboten. Aber ich kann es jetzt halt auch nicht ändern. Jedenfalls nicht im OBS. Na, man hat keine bessere Xbox, wenn man sie modifiziert, netter Mensch. PC ist trotzdem besser. Ich hab doch gesagt, da gibt's keine Diskussion. Eine Konsole kann niemals die Leistung eines PCs übertreffen. Das ist physikalisch tatsächlich nicht möglich. Zumindest kann die Konsole die Leistung mit dem PC, mit der sie programmiert wurde, nicht übertreffen. Klar, dass wenn ich jetzt einen Bambus-PC zu Hause habe, dass der nicht besser ist als die Xbox. Alpha Dude, wo kann ich die Stream-Kategorie, wo kann ich das Spiel ändern, Bad Twitch?
Mein OBS geht's gerade nicht. Im Browser sollte irgendwo ein Stift bei dem Titel sein. Irgendwo klingt er gut. Das konnte ich mir schon fast denken. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht. Deswegen war ja die Frage, wo man das machen kann. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich diesen Stream jetzt einfach beende, weil irgendwie bin ich auch extrem schlecht gelaunt gerade. Kommt daher, weil das Spiel mich verarscht hat, das kommt daher, weil OBS gerade eine Macke hat und die Tatsache, dass mich so ein ganz bestimmter Nutzer hier im Chat richtig abgefuckt hat vorhin. Ja, es fuckt mich wirklich sehr ab, wenn man nicht in ganzen Sätzen mit mir redet. Und vor allen Dingen dauert das dann auch so ewig, bis die Leute wieder schreiben. Wenn man gleich in einem Satz schreibt, kann man auch gleich darauf antworten. Und dann hat man auch keinen Zeitverlust. Besonders wirksam ist es, wenn man halt nebenbei ein Online-Spiel spielt und sowieso nicht die ganze Zeit den Chat lesen kann. Das ist nervig, wenn man dann noch auf 10 weitere Antworten warten kann, nur weil dieser eine Nutzer meint, sich nicht richtig in Deutsch ausdrücken zu können. Ah, ja, ich muss, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ja, dieser Gudo hat mich wirklich abgefuckt. Vor allem, wenn ich sage, ich spiele jetzt das und das Spiel, dann muss er doch nicht noch 10.000 Spielvorschläge machen. Ja. Der Stift ist am Ende meines Titels. Tatsächlich, da ist ein Stift. Aber nicht bei dem Titel tatsächlich, sondern etwas weiter unten. Also bei mir. Aber yo. Marbles on Stream. Yay. Fertig. So, ich hoffe, das steht da jetzt, weil bei OBS steht es nicht. Aber jetzt können wir zocken. Oh Mann. Oh Mann. So, wer ist jetzt noch motiviert und will mitmachen? Ich bin's fast schon gar nicht mehr. Ah, jetzt muss ich noch mich mit Twitch anmelden. Okay, das dauert doch noch mal ein paar Sekunden. Ich hoffe, ich muss jetzt den Authenticator nicht verwenden. Das nervt dann noch mehr. Ah, nee, okay, es funktioniert so. Ich bin eingeloggt. Immerhin diese eine Sache, die gut funktioniert. So. Jetzt können wir zocken. So, wer ist alles im Chat, der nicht weiß, wie Moment funktioniert? Das sagt ihr mir jetzt am besten bitte. Weil dann gebe ich euch einen ganz kurzen Crashkurs. Es ist im Endeffekt gar nicht so schwer, aber natürlich muss ich ehrenhaft sein und euch das Spiel auch erklären. Wir hatten es nämlich damals, dass 10.000 Leute gefragt haben, wie man mitspielt. 10.000 ist übertrieben, ich übertreibe gern. Und wie gesagt, du musst einfach bloß im Chat Befehle einschreiben. Du musst das Spiel nicht selber runterladen. Und ihr gebt dafür auch kein Geld aus. Ich hab doch vorhin schon gesagt, das ist ein Twitch-basiertes Spiel. Wäre ja komisch, wenn ich dafür Geld verlangen würde. Miau. Genau, als allererstes könnt ihr natürlich für ein paar Level voten. Das hat der Pascal bereits gut vorgemacht. Votet erstmal alle für ein Level. Höchstwahrscheinlich kennt ihr die ganzen Level nicht, aber votet einfach mal für irgendein Level. Dafür Ausrufezeichen Vote und eine Zahl eingeben. Eine Zahl zwischen 1 und 67. Oh, eine 69 wäre ja schön gewesen. Weil das ist nicht so das klassische Murmeln, was man vielleicht aus dem Kindergarten kennt oder aus der Grundschule. Das ist so eine Art Murmelspiel, was aber auch gleichzeitig ein Rennspiel ist. Da gibt es halt verschiedene Rennstrecken, wie man sehen kann, dessen Namen irgendwie nichts sagend sind. Außer eine Strecke, und zwar die Porte-Strecke, die ich liebe. Warte mal, wieso hat er mein Vote nicht angenommen? Warum ist die Porte-Strecke nicht mit drin? Hallo? Ah, weil ich 25 eingegeben habe, ne? Aber die Porte-Strecke ist 35, kann das sein? Zum Glück kann ich noch manuell draufklicken. Du liebst die Zahl 9. Das freut mich zu hören. Ich nehme mich auch. Nein, ich mag die 77 viel lieber. Warum auch immer. So. Wenn alle gewotet haben, dann können wir gleich zum nächsten Schritt übergehen.
Wie geht was? Was, das Voten? Habe ich gerade erklärt? Hast sogar schon gewotet? Du hast die Strecke Nummer 20 ausgewählt und die ist auch ausgewählt. Das heißt, die wird in der Liste dabei sein. Oh, die haben sogar zwei Leute ausgewählt. Deswegen ist sie ganz oben und kommt sogar als erstes. Yay. So, den Rest wählen wir mal Zufall. Dann hängen wir uns nicht auf. So, und jetzt kann ich das Rennen auch schon starten. Und was gleich passiert, ist sehr einfach. Das erkläre ich dich auch noch ganz schnell. Ah, Johnny, das kam jetzt leider zu spät. So, warum auch immer ich hier so weit weg starte. Alter Schwede. Wartet mal, ich muss mal kurz. Alter, wieso funktioniert das Spiel gerade nicht so, wie ich es möchte? Jetzt. Warum nicht gleich so? Ich habe gerade mehrfach die Taste zum Bewegen gedrückt, es hat nicht funktioniert. So, gut, ich brauche euch nicht mal was erklären. Ihr könnt jetzt einfach Ausrufezeichen Play eingeben und dann seid ihr auch schon hier an der Startlinie. Ihr könnt optional neben dem Play, so hat es der Fuchsi schon gemacht, eine Zahl zwischen 1 und 7 eingeben, wenn ihr hier an der Ecke einen ganz bestimmten Murmelskin möchtet, was man natürlich gerade wunderbar sieht, wenn der Chat darüber ist. Obwohl, er ist ein bisschen transparenter. Man sieht es also tatsächlich ein bisschen. Netter Mensch, wie ich gerade sagte, Ausrufezeichen Play. Ich brauche das tatsächlich nicht. Ich kann hier oben einfach auf Join draufklicken. Ja, weil ich der Streamer bin und ich das Spiel anhabe. Ich sehe auch gerade, man hat hier sogar eine Skin-Auswahl. So, und jetzt warten wir, bis alle gejoint sind. Wer auch immer mitspielen möchte, einfach Ausrufezeichen Play. Mehr müsst ihr übrigens im ganzen Spielverlauf nicht machen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das Rennen funktioniert, das ist ziemlich einfach. Dafür müsst ihr nämlich nichts weiteres machen. Denn sobald ich gleich den Startknopf drücke, rollen alle Murmeln durch. Also alle Murmeln rollen der Murmelbahn entlang bis zum Ziel. Ich kann nicht beeinflussen, wie die Murmeln rollen. Also dieses Spiel ist mehr oder weniger sehr glückbasierend. Also, was ich tun kann, ist euch zugucken. Das ist alles. Ja, das heißt, wenn ich gleich starte, rollt ihr los. Und dann gucken wir einfach mal, wer als erstes ins Ziel kommt. Auf eine gewisse Art und Weise macht das aber Spaß. Was gewinnt man in Charlie? Ein Charlie für zwischendurch oder was? Warum nicht? Aber bevor wir diese Runde jetzt starten, muss ich noch eine Sache machen, weil ich sonst extrem unglücklich bin. Also wirklich. So unglücklich, dass unglücklich eine neue Bedeutung hat. Na, könnt ihr euch denken? Und zwar ist es definitiv zu ruhig. Ich brauche Hintergrundmusik, aber ganz dringend. Mio. So, wie hieß nochmal diese Seite mit diesen copyright-freien Songs? Ich glaube, NCS hieß das doch, ne? Ja, genau. Copyright-Free Music Livestream. Yay. So. Dass immer alles so lange laden muss, ey. Nervig. Extrem nervig. Nimm. Ja, Dennis, immer mit der Ruhe, es geht gleich los. Ich habe doch gerade gesagt, ich will erstmal Hintergrundmusik anmachen. Weil sonst wird mir tatsächlich auch zu langweilig in diesem Spiel. So. Dafür habe ich just einen Random Stream angemacht von NCS. Weil dafür wird man ja nicht gebannt, weil die Musik ist lizenzfrei. Passt also. So Leute, dann würde ich doch mal sagen, let's go. Wer ist bereit? Wer ist nicht bereit? Du liebst den Stream-Avatar, das freut mich. Ich mag meinen auch. Ich dürfte so ein Pokémon sein, eine Fledermaus. Juhu. So, da kommt auch schon der Start. Miau, miau, miau. Die haben die Startanimation geändert. Das ist aber traurig. So. Und ja, jetzt gucke ich euch zu, wie ihr murmelt. Yay!
Im Endeffekt ist das wie Lotto. Man kann einfach mitfiebern und gucken, wer wird wohl als erstes gezogen. Beziehungsweise, wer kommt denn als erstes an. Jetzt gerade ist ja der magische Dennis sogar im Vorsprung. Yay! Aber dich gefolgt vom sehr magischen Fuxi. Es gibt aber nachher noch andere Arten von Minigames, wo ihr im Chat sogar mitmachen könnt. Aber das erkläre ich euch dann später. Zum Beispiel gibt es ja auch einen Battle Royale Modus, wo man sich gegenseitig attackieren kann. Das sind dann halt einfach die Murmeln, die rollen durch die Arena und greifen halt zufällige Spieler an. Ist ja denn, ihr wählt einen Spieler aus, den ihr direkt angreifen wollt, dann rollt die Murmel nämlich dem immer hinterher. Ist auch ziemlich nice, wenn ihr mich fragt. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, mich nervt, dass das Vollgeist heute nicht ging. Wirst du so lange nicht gespielt, richtig darauf gefreut und dann geht der Scheiß halt einfach nicht. Und der, ich hab mich wirklich auf Vollgeist gefreut. So, Kevin ist erstmal in der Ecke. Was hast denn du da? Ist das ein Fisch? Ja, das ist ein Fisch. Miau. Kevin, du magst die Ecke, kann das sein? Oh, was ist jetzt passiert? Kevin kann fliegen. Ja, das Spiel ist ganz nice. Das ist auch sehr entspannend. Nur diese Strecke hier ist ein bisschen hell. Mach mal den Nachtmodus an hier. Oh, wird Kevin jetzt überholt? Ja. Oh, guck mal, süßes Profilbild. Das finde ich übrigens auch cool, dass man sich hier den Nutzer anguckt. Und dann halt auch die Profilbilder angucken. Und falls ihr euch jetzt fragt, was die ganzen Farben von den Nametags zu bedeuten haben, dieses Spiel erkennt auch, wenn jetzt jemand Moderator ist oder VIP oder halt ähnliches. Zum Beispiel ich bin rot, weil ich bin der Streamer, Alpha ist grün, weil er Mod ist und Kevin ist halt pink, weil er einen VIP-Status hat. Und ich glaube, Abonnenten wären blau. Und dann gibt es noch dunkles Rosa, das sind dann die sogenannten Founder. Das ist, wenn es halt... Man kennt es ja, wenn ein Twitch-Kanal gerade erst Affiliate geworden ist. Oh, Kevin ist letzter geworden. No! Wenn ein Twitch-Kanal gerade erst Affiliate geworden ist und die ersten Leute, die abonnieren, bekommen noch so ein spezielles Symbol. So ein spezielles... Wie heißt denn das? Das neben dem Namen halt. Da, dieses Symbol neben dem Namen. Die ersten 10, die den Kanal abonnieren, bekommen da so ein spezielles Logo. Alpha Dude, kannst du mir mal ganz kurz sagen, wie dieses Ding heißt? Ich komme gerade auf die einfachsten Wörter nicht. Ja, aber übrigens, Fuxi, herzlichen Glückwunsch, bist Erster geworden. Yay! Ja, so, ihr wisst ja, wie es läuft. Einfach Ausrufezeichen Play. Ich sehe gerade, ich kann mir meinen Skin sogar hier in diesem Menü auswählen. Das ist ja geil. Da nehme ich doch mal nicht zufällig... Oh, schade, aber man kann seinen selbstgemachten... Ah doch, kann man. Man kann auch seinen selbstbenutzten... Also seinen selbstgemachten Skin benutzen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Oh, ich drück doch die ganze Zeit Tab. Beweg dich doch. Danke. Genau, ich habe jetzt hier meinen magischen Erdbeer-Charlie-Skin. Obwohl ich sehe auch gerade, dieser Skin ist auch gerade links in der Liste drin. Okay. Aber auch wenn das nicht wäre, könnte ich diesen Skin hier benutzen. Und auch wenn ich bei anderen Streamern reingehe, habe ich halt meinen Erdbeer-Skin. Dafür muss man dann tatsächlich Geld ausgeben. Da gibt es die Marbles on Stream-App, wo ihr euch Skins halt umändern könnt und kaufen könnt. Was glaube ich auch hier in diesem Spiel geht, weiß ich gerade gar nicht. Stimmt, Kevin benutzt ja auch seinen eigenen Skin, ne? Seinen magischen Haifisch. Oh, dann grinst ja was raus. Oh, ist das niedlich. Das ist zu süß, das sollte verboten werden. Miau. Alpha antwortet mir nicht. Miau. Abzeichen. Ja, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Abzeichen. Die ersten 10 Leute, die den Kanal abonnieren, bekommen so ein Spezialabzeichen dafür, dass sie die ersten waren. Und auch das erkennt Marbles on Stream und hebt diese Leute auch noch hervor.
Aber von diesen ganzen Leuten sind sowieso keine mehr da. Eigentlich ist es traurig, dass sie dieses Abzeichen haben. Aber naja, macht ja nichts. Ich kann den jetzt nicht dazu zwingen, das wieder abzulegen, weil das von Twitch aus nicht geht. Genau, das Gründerabzeichen. Was ich allerdings mache, ist, wenn, das ist schon öfter vorgekommen, dass Leute unbedingt einen VIP-Slot haben wollten, der natürlich regelmäßig da waren und sich dann einen VIP-Status in den Kanalpunkten gekauft haben, aber seitdem dann nie wieder drinne waren. Und ich habe dann auch entschieden, ja, überschreiten die 2 Monate, haben sie ihren VIP-Status dann auch nicht mehr. So hart das jetzt klingt und so schade das ist für die 50.000 Sushis, aber sorry. Es gibt andere Leute, die den VIP-Status gebrauchen könnten, die weiterhin regelmäßig da sind, die sich dann auch darüber freuen. Da müssen das noch nicht die Leute haben, die nie wiederkommen. Oder? Findet ihr, das ist ein bisschen zu böse oder findet ihr, das ist berechtigt? So Leute, es sind nur 6 Leute da. Miau, wer fehlt denn danach? Miau. Sind da etwa schon wieder ein paar Lurker am Start? Auf ganz magische Art. Egal. Starten wir mal das Spiel. Das ist übrigens ein wunderschönes Salatfeld da im Hintergrund. Miau. Ich weiß nicht, wer auch immer sich diesen Hintergrund ausgesucht hat, ne? Ja, der magische Johnny ist nicht drin. Oh nein! So, wer wird den Vorrang haben? Netter Mensch boostet sich schon wieder ganz weit. Oh, ich wollte eigentlich weiter zu gucken. Yay. Okay, er liegt definitiv in Führung. Mal sehen, ob diese Führung noch aufgeholt werden kann oder ob es nicht passiert. Das werden wir dann sehen. Kaum zu glauben, dass wir schon seit einer Stunde live sind und nicht richtig zocken konnten. Oh Mann. Ich frage mich vielleicht, ob die Verbindung auch immer so scheiße war, weil es bei mir so gelaggt hat. Ich frage mich, ob es beim Laptop besser gelaufen wäre. So, es sind bereits ein paar Jahre vergangen und netter Mensch ist immer noch in Führung. Er hängt aber gerade ein bisschen im Lottoautomaten fest. Das könnte ihm eventuell zum Verhängnis werden. Nein, er hat es definitiv durchgeschafft. Während die anderen jetzt erst angekommen sind, let's go. Also netter Mensch, ich glaube, du holst den Sieg. Aber da kommt noch ein Karussell des Todes. Dort besteht natürlich auch die Möglichkeit, noch hängen zu bleiben und... Okay. Oh nein, er ist geradewegs durchgeflitzt, aber alles klar. Jetzt muss er nur noch dieses Karussell überwinden und da hat er auch schon den ersten Platz. Und nein, jetzt wird er weggedrückt. Aber vielleicht sogar in die richtige Richtung? Ja, okay. Also netter Mensch, du hast gerade das meiste Glück. Ich glaube, damit hast du sogar den Streckenrekord gebrochen in meiner Map. Miau, 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 miau. Die Lostrommel der Verzögerung. Ja, da ist was dran, ne? Nimm, 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 nimm. Kann das Rayquaza mal aufhören, die ganze Zeit bei mir zu parken, danke. Hey, ich habe es angesprochen und es verzieht sich. Können die Stream-Avatare mich vielleicht hören? Wer weiß. So, oh, guck mal, ich bin letzter geworden. Ja, ich stecke leider am Todeskarussell fest. Mal sehen, wie lange noch. Ich meine, da hinten kommt schon die auflösende Wand. Wenn ich es jetzt nicht rausschaffe, dann bin ich sogar ausgeschieden. Zumindest für diese Runde. Letzter bin ich sowieso. Okay, ich werde es nicht mehr schaffen. Guck mal, da kommt's. Da kommt es, die Flammen des Todes. Oh, die haben eine Animation reingemacht. Oh mein Gott, nein. Schau, ich schaffe es erfolgreich zu entkommen. Das ist jetzt nicht wahr.
In der letzten Sekunde bin ich reingekommen. Alles klar. Das habe ich noch nicht erlebt bis jetzt. Ich meine, da oben steht, das da oben steht, ist in Rot. Eine Sekunde. Und warum bist du ein Evoli? Naja, weil du dir wahrscheinlich nichts anderes ausgesucht hast. Ja, wenn man sich nichts aussucht, ist man immer was Zufälliges. Was, Alexa kann mich hören? Alexa, mach das Licht aus. Das wäre jetzt wirklich lustig, wenn bei dir das Licht ausgeht, weil ich es laut sage. Miau. Warte mal, die Portal-Map kam noch nicht. Ich will die Portal-Map haben. Du kannst es auswählen, wenn du beim Stream ein bisschen runterscrollst, und da hast du das Stream-Avatar-Panel. Miau. So Leute, Ausrufezeichen Play, ihr wisst, wie es läuft. Wenn ihr magisch beitreten wollt. Warte mal, dieser Skin ist eigentlich grün. Warum ist der jetzt hier rot? Kurios. So, der magisch nette Mensch ist regenbogig und grinst vor sich hin, während der Fuchsi einen auf Peace macht. Ist übrigens auch eine sehr nice Murmel. Alpha Dude macht auch einen auf Neon. Kevin macht einen auf Fisch. Ein Grinsefisch. Und Pascal ist auch regenbogig. Habe ich jemanden vergessen? Doch, da ist noch der Dennis. Der auch einen auf Neon macht. So, wir schauen uns mal den Streckenverlauf an. Der sieht tatsächlich ziemlich einseitig aus. Ja. So, meine lieben Leute. Denkt dran, Ausrufezeichen Play, wenn mitmachen mag. Na? Der Countdown beginnt. Grinsefisch. Ja, ne? Hat was Süßes. Hm. Ob du nach, also Fuchsi rudelt fragt, ob er nach dem Stream mit mir über ein Thema reden möchte. Über Telegram oder in Discord in einem Voice-Chat? Aber können wir gerne machen. Ich habe da ein paar Minuten Zeit. So, der liebe Pascal und netter Mensch liefern sich ein spannendes Battle. Hauptsache beide denselben Skin. Oh, netter Mensch hat ihn eingeholt, ganz klar. Oh nein, netter Mensch hat kein Profilbild, nein! Schade. Ja, Fuchsi können wir machen. Miau. Um was geht es denn? Wie macht man ein Profilbild? Netter Mensch, ist diese Frage gerade ernst gemeint? Ist nicht böse gemeint, aber man macht das bei Twitch genauso wie bei jedem anderen Online-Seiten-Dingsbums. Man geht in die Einstellungen von seinem Profil und lädt ein Profilbild dort hoch. Was ist los, magischer Dennis? Gucken wir uns den magischen Dennis mal an. Nein, er hat auch kein Profilbild, aber Hauptsache eine andere Farbe. So, gucken wir mal kurz, warum ich schon wieder letzter bin. Oh, Fuchsi ist rausgefallen. Nein, das geht. Ich bin sehr lahmarschig. Ich kann diesen Karussells des Todes wohl nicht widerstehen. Der Pascal ist übrigens schon im Ziel. Herzlichen Glückwunsch als Erster. Netter Mensch ebenfalls. Kevin ist dabei, ins Ziel zu kommen. So, da ist der magische Dennis. Und da hinten kommt auch schon der Alpha. Wer wird zuerst reinkommen? Oh, das wird spannend. Okay, der Dennis. Und da ist der magische Alpha. Ja, nur der Charlie ist mal wieder ein bisschen weiter weg. Aber auch er kommt langsam, aber sicher ins Ziel. Du hast keinen, weil du keinen Bock hast. Na, aber fluff. Aber Profilbilder sind doch so schön. Njam. So, ich glaube, das passt. Das Pascal. Ganz genau. Ich glaube, der Pascal ist jetzt sogar schon das zweite Mal Erster geworden. Kann das sein? So, few will survive.
Das klingt ja mal nach einer sehr bösen Strecke. Oh, was ist denn das da hinten? Das ist einfach noch eine Strecke, okay. Oh, diese Strecke sieht auch wieder sehr, 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 sehr spannend aus. Ja, Kevin ist das Mittelfeld. Aber ist doch auch nicht so schlimm. Foxy, womit willst du denn in Discord mit mir sprechen? Also, worüber möchtest du gern sprechen? Miau, ich bin immer sehr neugierig, das ist so meine Art. Ohne Neugierigkeit würde ich nicht überleben. Ja. Es wäre übrigens richtig toll, falls irgendwann mal irgendjemand hier in meiner Community den Streckenrekord brechen würde, also den weltweiten. Oben rechts steht ja immer, was der Streckenrekord ist. Dieser hier ist 54 Sekunden lang. Da würde ich ja echt gerne wissen, was der für ein Glück gehabt hat. Was? Ist es traurig? Aber flauschig? So, aber Leute, passt bitte auf, dass ihr keinen Drehbogen bekommt. Und der Alpha Dude brauchst bereits als erster davon. Alpha Dude ist ganz klassisch blau. Hast du zu viel getrunken? Na, guck mal, wir sind bei der. Oh mein Gott, Diakev überholt ihn einfach ganz klassisch. Jo. So, wir haben jetzt schon die 50 Sekunden und ihr seid noch nicht mal bei der Hälfte der Strecke. Was für ein Glück hatte die Person, die den Rekord aufgestellt hat. Und oh mein Gott. Das war knapp. Kevin wäre fast rausgefallen. Eieiei. Nur zu viel Eistee. Eistee ist lecker. Hast du Snap? Meinst du Pokémon Snap? Also, nee, das Spiel habe ich nicht. Aber der höchst magische Alpha hat das. Falls ihr mal darauf Bock habt, dass ich das mal zocke, kann ich ihn ja ganz, ganz, ganz brav fragen. Rest in Peace, Kevin. Kann ich ihn ja mal ganz, ganz brav fragen, ob er mir das Spiel ausleiht? Snapchat? Nein, habe ich nicht. Das ist so. Oh mein Gott, da ist noch jemand rausgefallen. Foxy, nein! Nee, Snapchat macht für mich keinen Sinn, weil es ist, weiß ich nicht. Ich kann es noch nicht mal erklären. Es gibt Instagram, es gibt Twitter. Wozu sollte man noch Snapchat benutzen? Ich meine, ich benutze sogar Facebook kaum noch. Pokémon Snap, magische Alpha. Zur nächsten Map. The House of Pain. Klingt sehr schmerzhaft, wenn ihr mich fragt. Wie sieht's aus? Wer war nach dem Grand Prix, obwohl, nee, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ich muss das probieren. Wer war nach diesem Grand Prix auf Mario Kart wechseln? Ich habe jetzt irgendwie doch Bock auf Mario Kart. Kann man mir das verübeln? Hoff doch mal nicht. Miau. So, meine Süßigkeiten, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Ausrufezeichen Play, um mitspielen zu können. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, klar, ich hatte wieder Bock auf Murmeln, weil ich habe das ja auch schon ganz lange nicht gespielt und es macht auch Spaß, aber. Ich weiß nicht, aufgrund der Tatsache, dass ich wegen Fall Guys ein bisschen frustriert bin, fühle ich das Spiel hier doch nicht so sehr. Irgendwie will ich halt was machen. Ich meine, ich hatte damit gerechnet, heute ein paar richtig krasse Runden online zu spielen. Das wurde mir jetzt einfach verwehrt, weil die Server doof sind. Und naja, Mario Kart ist das einzige andere richtige Online-Spiel, was man halt auch mal so richtig schön mit voller Leidenschaft, egal ob auf gute oder schlechte Art und Weise, zocken kann. Ob ich nun rage oder mich freue, ist ja wurscht. Fakt ist, ich habe eine Herausforderung in Mario Kart. Oh, wer hat gewonnen? Uff, keine Ahnung. Ich glaube, es war ein netter Mensch oder war es Dennis? So, wer hat sein Profilbild geändert? Netter Mensch. Ja, ich glaube, das Profilbild wird erst aktualisiert, wenn ich das nächste Mal das Spiel spiele. Bitte nicht traurig sein. Ich schwöre, ich mache das nicht absichtlich. Ja, könnte das Neo-Pokémon schnell ausleihen, aber du kannst es auch auf den ersten für N64 zocken.
Stimmt. Das Original gab es ja auf Nintendo 64. Aber ja, stimmt. Dann würde ich doch lieber sagen, ich zocke erstmal das Original. Und dann vergleiche ich die beiden Spiele. Schon wieder ein Karussell des Todes. Warte mal, hatten wir die Strecke nicht schon? Ah ne, das ist eine andere. Hier sind mehr Karusselle. Aber wollte ich doch gerade sagen, ey, das Salatfeld, das habe ich doch vorhin schon gesehen. Ohne Witz, wer baut bitte so viel Salat an? Bauern. Das normale Profilbild sieht 1 zu 1 aus wie ich. Luf. Mann, ich will nicht Erster werden. Oh no. Entschuldigung. Miau. Oh nein, netter Mensch hat den Dennis einfach eiskalt überholt. Oh, war das ein knapper Sieg. Da kommt auch schon der magische Papa Pascal. Und natürlich der Fuchsi. Und. Ja, Kevin, was ist denn bei dir passiert? Du bist zu weit hinten. Jetzt musst du dich aber ranhalten. Da kommt schon die böse Wand des Todes. Go, Kevin. Go, Kevin. Uff, ich sehe jetzt erst, dass an den Trichtern auch so ein Karussell drin ist. Wird der Kevin es überleben oder wird er einfach sterben? Oh nein, da kommt die Wand, da kommt die Wand. Oh mein Gott. Los, wir glauben fest an dich. Oh no. Oh no. Oh ja, das erste Karussell hat er überlebt. Wunderbar. Das zweite Karussell ebenfalls. Oh mein Gott, Kevin, du bist gerade der größte Glückspilz auf der ganzen Welt. Ja. Oh, er ist weitergekommen. Jetzt ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Los, wir fiebern. Miau. Hallo, Klopper. Na, wie geht's dir? Oh, er hat Werbung. Dann sag ich gleich nochmal Hi. Los, Kevin, da ist das Ziel. Du schaffst das. Ich glaub fest an dich. Go. Go. Ah, schade. Oh, das war so knapp. Och Mann. So kurz vorm Ziel. Charlie die Fledermaus. Ja, sogar mit Wackelöhrchen. Miau. Na, Klopper, wie geht's dir? Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Luf. So, meine Kleinsten, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Ausrufezeichen Play. Ne? Ihr habt magische 60 Sekunden Zeit dafür. Oh ja, das ist die Portal Map. Die liebe ich. Da werde ich mich gleich schon mal in Position begeben. In dieser Strecke ist die Wahrscheinlichkeit übrigens extrem hoch, dass es keiner schafft. Also wirklich, das kann wirklich sehr leicht passieren. Weil hier diese Map so aufgebaut ist. So, ich mache mal den besten Kamerawinkel, auch für das Overlay. Weil die Portale, in die ihr euch teleportiert, sind immer zufällig und mit etwas Glück rast ihr Richtung Ziel, mit etwas Pech aber nicht. Hauptproblem, man kann das Ziel natürlich auch verfehlen. Man kann aber auch ewig rumporteln, bevor die Welt zu Ende geht. Und hier kommt der finale Countdown tatsächlich auch, ohne dass irgendjemand im Ziel ist. Ich glaube ganz fest an euch, macht alle mit, die wollen. Ausrufezeichen, Gay, nein, Play. Oh, warte mal, ist Gay ein Codewort? Danke Fuzzy für dein Abo und grüß dich. Schnell, mach noch schnell Ausrufezeichen Play rein, damit du mitspielen kannst. Oh ne, die Runde ist schon gestartet. Aber hallo Fuzzy und danke für dein Abo. Miau. Und hallo Aha. Herzlich willkommen im Stream. So, die letzte Runde. Jetzt wird geportet, aber knallhart. Miau. War mal an der Zeit. Aber Flu, vielen, vielen, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Bin ich geknuddelt. Oh, der Pascal hat gleich Vorsprung. Aber da kommen natürlich auch die anderen gleich. Diese aber sehr brav porteln. Miau. Oh, Alo Aha macht gleich einen Angriff und hat es leider nicht geschafft. Aber er lebt noch. Miau. Netter Mensch geht zum Angriff rüber. Er fliegt Richtung Ziel und er hat es einfach eiskalt geschafft. Warte mal.
Ach schade, es war nicht der Weltrekord. Der Weltrekord blieb bei 31 Sekunden. Schade. Ich glaube, du warst bei circa zwischen 40 und 50, aber ey, du hast es echt schnell geschafft, ne? Aber netter Mensch, Glückwunsch! Die Chance, dass man dieses Level überlebt, liegt nämlich bei... Ich weiß gar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber du bist einer von denen, die es geschafft haben. Mein herzlichen Glückwunsch, dass du Portal überlebt hast. Ich mache einen Discord-Bot für mich. Was? Wie meinst du das? Eigentlich brauche ich doch aber gar keinen Discord-Bot. Ihr habt doch schon genug. Ich sag's doch, meine Mutter ist die Beste. Yay. Miau. So, next map. Ihr wisst ja wieder, wie es funktioniert. Ausrufezeichen. Play. Insert Current Season ist hier. Der war gut. So, wir trichtern wieder ein bisschen. Was haben wir denn da für eine Map? Eine sehr interessante Map. Miau. Ich muss übrigens mal sagen, bei NCS läuft hätte echt nur Mist, ne? Die Musik, die da gerade läuft, die fühle ich überhaupt nicht. Die Commands sind niedlich. Okay. Aber Mio? Zeig mal die Bilder der Mitspieler. Okay. Wir haben den höchst magischen Kevin. Der ist ein süßer Avali. Wir haben den Pascal. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fuchs ist oder ein Wolf, aber quietschbunt ist es. Netter Mensch-Bild ist leider noch nicht da. Wir schauen uns mal den magischen Klopper an. Bei dem wird sein Profil gar nicht erst geladen. Doch, jetzt. Oh, guck doch mal an, wie süß der guckt. Miau. So, einmal ein bisschen reintrichtern, wa? Wer wird jetzt den ersten Platz holen? Das sehen wir spätestens dann, wenn der Erstplatzierte auch als Erster an das Ziel ankommt. So, netter Mensch liegt in Führung. Oh nee, doch nicht. Kevin liefert sich einen richtig krassen Fight gegen den magischen Dennis. Das ist ein Wolf und jene. Ah, eine Mischung. Yay. So, hier kommt eine höchst magische Kanone. Very strong. Oh mein Gott, und Kevin hätte fast das Schwarze erwischt, aber leider blieb ihm das nicht vergönnt. So, den Weltrekord habt ihr leider jetzt schon nicht geschafft. Wie will man so schnell da durchwaschen? Jetzt mal wirklich. Was muss passieren? Oh, Pascal, holt auf, oder? Oh, das wird aber ein spannendes Rennen, wenn wir zuerst ins Ziel kommen. Oh, netter Mensch, netter Mensch, netter Mensch. Jawohl, aber auch nur gerade so. Das ist eine verdammt knappe Runde und ich sehe, der Charlie und der Alpha sind letzter. Oh, Alpha-Dude, so fährt man aber keinen Fahrstuhl. Nicht immer runterfallen, das ist nicht gut für die Gesundheit. Kraft des Regenbogens, oh ja. So, ich sehe einen Dragon Gamer, ich sehe einen Xamo, ich wünsche euch beiden einen wunderschönen guten Abend. Na, wie geht's euch denn so? Und willkommen. Der Alpha dreht gern Ehrenrunden. Das kann ich nachvollziehen, das tue ich auch manchmal. Das tue ich aber viel, 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 viel lieber im Babypark. Oh, Dragon Gamer, mir geht's auch gut. Wenn auch sehr frustrierend. Die scheiß Vollgeist-Server sind mal wieder down, weswegen wir das heute nicht spielen konnten. Egal wie viele Runden man anfängt, ist. Die Spieler bleiben immer sofort stehen und man fliegt aus der Lobby. Wirklich sehr frustrierend. Frage ich mich, wie ich den Battle Pass vollkriegen soll, wenn die da ständig so eine Serverprobleme haben. Also Alpha, ich hätte doch Fortnite zocken sollen. Nimm, nimm, nimm.
So Leute, noch magische 30 Sekunden. Wer noch nicht da ist, müsste reinkommen. Ganz, 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 ganz schnell. Ausrufezeichen Play. Ich bin eigentlich ein Kaktus im Profilbild, nur so fürs Protokoll. Ich kann es mir theoretisch auch im Chat angucken, ne? Okay, das sieht sehr interessant aus. Weißt du, was wir auch wieder zocken können, Charlie? Fortnite. Ja, Klopper, habe ich ja gerade sogar gesagt. Aber ich wollte halt auch mal wieder Vollgeist spielen. Ich konnte jetzt nicht ahnen, dass Epic Games heute richtig kacke ist. So, der magische Dennis prescht natürlich wieder nach vorn. Und ist sogar auf magisch Platz 1. Ah, das ist die Speedmap. Okay. Lehnen wir uns zurück und gucken nach hinten, um zu sehen, wann Spieler vorbeidüsen. Und netter Mensch hat sich den ersten Platz gegönnt. Jawohl. Warte mal, netter Mensch schon wieder? Cheaten deine Regenbögen etwa? Nein, Spaß. In diesem Spiel kann man nicht cheaten. Und jetzt saust wieder der Dennis vorbei. Oh, ich sehe schon. Es wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Guckst du ihn? Aber hallo. Einen guten Abend wünsche ich und willkommen. Ich bin in Halloween-Feeling. So, jetzt bleibt ihr dort stehen. Jetzt überholt euch fast schon ein Charlie. Netter Mensch übernimmt die Führung. Sei es ihm gegönnt. Na, Flausch? Pferd, ich weiß gar nicht, wann das Ziel kommt, aber ich glaube, da kommt es gleich schon. Mal schauen. Oh, na gut, eine Stage noch. Jetzt bin ich plötzlich Erster. Alles klar. Stay hydrated. Na dann, Prost. Nimm, 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 nimm. Hey, deine Kugel mal wieder. Na, aber Flausch. Oh, jetzt ist Pascal Wolf da. Wer wird siegen? Charlie? Pascal? Oder doch eine ganz andere Person? Oh mein Gott, Fuxi hat sich spontan den ersten Platz gesichert. Die ganze Zeit nicht aufgefallen und jetzt einfach kurz vorm Ziel noch alle überholt. Fuxi, du bist heute der Boss. was bin ich? Oh, ich bin der, der ich bin. Nein, Spaß. Gott wäre zu viel der Ehre. Mio. Es kommt ganz darauf an, auf was sich die Frage bezieht. Meinst du hier gerade als Avatar oder meinst du im realen Leben? Oder weiß ich gerade nicht. Ich bin sehr viel. Avatar. Achso, ja gut, das ist eigentlich ganz leicht. Ich bin gerade eine Fledermaus. So ein bisschen Halloween-Stimmung kommt bei mir schon auf. Sieht man natürlich nicht so gut, weil die Flügel nicht wirklich sichtbar sind, aber macht nichts. Ja. Ja, von 9. auf 4. auf den letzten Metern. Oh ja, na, was soll ein Fuxi sein, ne? So, nächste Strecke. Die versuche ich lieber nicht auszusprechen. So, AlphaDude möchte ein Charlie Original haben. Alles klärchen. Dann werde ich mal kurz den Avatar ändern. Dann bin ich wieder ein Gepard. Das kann ich ja machen, während der Countdown läuft. Ihr wisst, wie es läuft. Ausrufezeichen. Play. Ne? So, wo ist er denn? Ich suche ihn, ich suche ihn, ich suche ihn. Hä, wo ist er denn? Bin ich gerade doof? Ah, doch, da. Boah, jetzt muss ich aber lange suchen. So, jetzt muss ich natürlich auch wieder die ganze Position ändern. Weil die Fledermaus immer noch eine andere Größe hat. So, das hätten wir dann. Oh, diesmal sind da schön viele hier drin. Ja. Ja. Oh, Dragon Gamer gönnt sich eine Goldkugel. Bluff. Man könnte es erkennen an der Nase und an den Ohren. Das stimmt. So, wer wird jetzt den ersten Platz holen? Der magische Hallo ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Eine Ente. Ente, 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 Ente. Nicht wahr? Was haben wir hier? Loopings.
Oh, der Fuchsi ist gerade ein bisschen weiter vorn, aber nur ein bisschen. Oh, da kommt noch mehr Loopings. Yay. So, der Hawksuling ist gerade erster. Oh, jetzt guck dir mal das flauschige Profilbild an. Oh, ist das süß. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt fällt er einfach runter, nur weil ich ihn süß genannt habe, aber ich glaube, das sollte wohl so sein, dass man da runterfällt. Also meine Fursona ist auf jeden Fall ein Schneeleopard. Aber es gibt natürlich viele schöne Funfacts über mich und meine Fursona. Ein zum Beispiel für diesen Original-Charlie, den ich gerade habe. Wie man ja sehen kann, ist das ein Gepard. Es ist deswegen der Original-Charlie, weil meine Fursona ursprünglich auch ein Gepard war. Und der einzige wirklich sehr simple Grund ist, oh, rest in peace, Fuchsi, netter Mensch und Dennis. Tut mir leid. Ja, die Fellfarbe für den Geparden war ständig ausverkauft, aber mein Suitmaker meinte unbedingt, nicht den Online-Shop wechseln zu wollen. Da dachte ich mir, nee, komm, ich habe das Ding jetzt abbezahlt, dann ändern wir jetzt einfach mal die Fellfarbe, weil ich will mein Suit jetzt auch haben. Schließlich habe ich mich drauf gefreut. Ja, dann dachten wir mal, hat er mir verschiedene Farbpaletten gezeigt von dem, was da ist. Da dachte ich mir, ich will aber schon noch, dass es natürlich aussieht. Da dachte ich mir, okay, nehmen wir mal Grau, nehmen wir Schneeleoparden. Und dann dachte ich mir auch, ja, färben wir die Haare mal weiß und sieht gar nicht mal so scheiße aus. Was? Du hast mich gefunden? Ich heiße wie du in Roblox? Ach, du hast also meinen Username geklaut. Oder wie jetzt? Oder meinst du, dass ich Hawksuin heiße? Nee, das wüsste ich ja. Miau. Ach süße, ich habe gerade gar nicht gesehen, wer erster war. Glückwunsch, Pascal, für den ersten Platz in dieser Runde. Ente gut, alles gut. Ist so. Auch bei einer WC-Ente. Ja, also wie gesagt, ich habe viele Fursonas, was man daran sieht, dass ich sehr viele verschiedene Modelle habe als VTuber. Meine Hauptfursonas sind und bleiben aber der liebe Charlie und natürlich auch der liebe Akira. Akira ist eine gelb-schwarze Fledermaus. Die rote Version von gerade eben war quasi einfach bloß eine Variante. Aber nichtsdestotrotz bleibt es süß. WC-Ente ist so lecker. Nein, sag mir bitte nicht, dass du WC-Ente möglichst. Aber dann habe ich Angst. So, Ausrufezeichen Play. Ihr habt eine Minute Zeit. Nach einer Minute ist es eine Minute später als vor einer Minute. Wer hätte denn das gedacht? Und ich sehe noch einen neuen im Chat. Obwohl, neu ist er nicht, aber ich sehe gerade Taro Tarik ist da. Ja, auch noch einen schönen guten Abend. Haha, fast übersehen. Aber ich habe mir angewöhnt, auch die Commands zu lesen, um zumindest zu sehen, ob da ein paar neue Nutzer drin sind. Und wir sind 10 Stück. Wollen wir nachher nochmal diese Brett-Challenge machen, wo ich euch selber durch die Level steuern muss und darauf achten muss, dass keiner stirbt? Darauf habe ich tatsächlich Bock. Jo. Johnny meldet sich vom See. Ja, Johnny, mach schnell Play. Okay, hast du schon, sehe ich gerade. Ich sehe auch einen Reptus im Chat. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Falls ihr euch jetzt alle fragt, wieso es heute keinen Vollgeist gab. Doch, wir wurden immer aus der Lobby geworfen, weil die Verbindung scheiße war. Ich gehe mal davon aus, dass die Server dumm sind. Ich habe mich sehr darauf gefreut, aber Vollgeist mussten wir leider heute an den Nagel hängen. Na, Reptus, wie geht's dir? Und das gleiche geht natürlich auch an Taro. Wie geht's dir? Danke dir auch. Ich meine, für mich ist zurzeit jeder Tag Wochenende, weil ich immer noch ein kleines bisschen auf Suche bin. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem immer auf das Wochenende. Aber da können auch andere Leute, mit denen man sonst abhängt, ein bisschen länger wach bleiben. Zum Beispiel der süße Johnny. Und mit Johnny will ich heute Abend ein paar Filme gucken. Hat Johnny Lust und Zeit? Wir können übrigens, falls ihr heute auf dem Discord Bock habt, einen Filmabend machen. Der liebe Bruder vom lieben Alpha Dude wollte gerne zurück in die Zukunft gucken, was er wahrscheinlich auch schon getan hat. Und weil ich das schon länger nicht geguckt habe, hatte ich auch mal wieder Bock darauf und dachte mir, ja, schauen wir mal. Gibt es ein Interesse an einem Filmabend heute auf unserem Discord? Natürlich zwinge ich niemanden, aber ich denke mir immer so, ich kann ja einfach den Film rüber streamen und wer Bock hat mitzugucken, der kann ihn sich ja auch angucken. Nö, das ist hier überhaupt kein Ding.
Das stimmt, Filme hören sich immer toll an. Deswegen würde ich sagen, dass nachher, nach dem Stream, ich mir kurz noch was zu essen mache. Obwohl, nee, Kartoffelsalat ist ja auch noch da. Ja, würde ich halt einfach mal sagen, dass wir heute Abend mal die Zurück in die Zukunft Trilogie gucken. Oder zumindest anfangen. Ich weiß ja nicht, ob ich alle drei schaffe. Wach bleiben tue ich definitiv die ganze Nacht, weil ich erst um 16 Uhr aufgestanden bin. Der nette Mensch muss aber auch bald los. Oh nein, Rest in Peace, Dragon Gamer. Und Kevin auch. No. Was, alles so verpixelt? Das liegt aber diesmal nicht an mir. Diesmal habe ich keine Frame Drops oder FPS Probleme. Obwohl gut, doch Frame Drops habe ich. Das laggt extrem. Zumindest laggt OBS extrem. Laggt das bei euch gerade auch so? Oh, dem Raptors geht es mies wegen Arbeit und Familie. Es tut mir leid zu hören. Ich wünschte, ich könnte knuddeln kommen. Was fragst du ihn? Du hast ihn? Warum? Was passiert? Was passiert? Ich sehe aber, es sind 13 Leute da, ne? Das heißt, es sind schon welche rausgefallen. So, Glückwunsch an den magischen Hallo, dafür, dass du Erster geworden bist. Ja. Und die Kamera geht auf den höchst magischen Klopper. Und wenn er noch länger so guckt, schwöre ich, ich werde seine Stupsennase eine Runde stupsen. Miau! Schade, dass man nicht durch den Monitor einfach durchspringen kann. Oh, das wäre irgendwie lustig. Aber beim Empfänger des Stupsens wäre das auch ein bisschen creepy. Stellt euch vor, da kommt einfach eine Hand durch euren Screen, weil irgendjemand Bock hat, eure Nase zu stupsen. Er hat den User geklaut auf Roblox. Ja, das habe ich schon gemerkt. Kann man im Endeffekt nicht ändern. So, der dritte Platz geht an. Hallo? Lädt es dann mal bitte? Ach, ich muss selber klicken. Okay, das haben die anscheinend geupdatet. Der magische Hallo Aha ist Dritter geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Miau, so, der nette Mensch ist Zweiter geworden, aber miau. Und auf dem letzten finalen ersten Platz haben wir PRK Wolf. Miau. Glückwunsch, Pascal. Dafür hast du ein kleines Fünkchen Hoffnung geschenkt bekommen. Sorry, aber ich wüsste nicht, was ich jetzt Giveaway anbieten könnte, weil ich derzeit nichts zum Verschenken habe. Und Grußkarten hast du dir ja sowieso schon alle gegönnt. Miau. Aber es war auf jeden Fall eine nice Runde. Ich habe gehört, dass wir jetzt den Challenge-Modus machen. Denn da habe ich auch ein bisschen was zu tun. So, das Spiel hat sich aufgehangen. Ah, okay. Funktioniert noch. Möchtest du ein süßes Bild haben, kannst auch gerne einen Stream zeigen. Ja, klar doch. Kann ich zwar jetzt nicht im Stream zeigen, weil ich dafür gerade kein Overlay habe, aber fluff. Bei Taro ist das Stream flüssig, okay, dann ist es einfach bloß OBS, was gerade so hässlich laggt. Netter Mensch hat verlassen? Wie meinst du das? Miau. Miau. Okay, dem Kevin wünsche ich eine magische gute Nacht. Der geht jetzt schon schlafen. So früh. Warum denn das? Filme sehen auch gut aus und hören sich nicht nur gut an. Sonst könnte man ja Radio hören. Ja, das stimmt schon. Das Internet vom netten Menschen hat sich verabschiedet, aber no. So, jetzt gehen wir nämlich in den Arcade-Bereich, obwohl, nee, das nicht. In den Tilted-Bereich. Nicht zu verwechseln mit Tilted Towers. So, meine Kleinsten. So, bevor wir jetzt irgendetwas machen, PS, ihr könnt jetzt nicht voten, aber wie ihr gleich mitmacht, ist ganz einfach, das erkläre ich euch gleich. Jetzt aber, für die Rennstrecken, die gleich kommen, kann ich mir ein Seed auswählen. Das funktioniert nach demselben Prinzip wie bei einer Minecraft-Welt. Je nach Seed kommen natürlich andere Maps in einem anderen Design. Schreibt mir mal irgendein Wort. Irgendeins. Ist es egal welches. Akku alle von Hoxuin? Wie kommst du darauf? Move. Ich soll mich selbst als Seed nehmen, das hatte ich eigentlich schon mal gemacht und ich wage mich zu erinnern, dass die Welten- und Level-Kombination ziemlich scheiße schwer ist. Aber gut, muss ich durch. Oh, Döner! Das nehme ich danach. Danach kommt Döner. Steckdose, Waffeleisen. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich schaffe.
Ja, auf jeden Fall mal die maximale Spielerzahl. Okay, 100 ist das Maximum. So, Viewer. So. Press the start to play. So, meine lieben Leute, ihr müsst jetzt wieder nichts weiter tun als Ausrufezeichen Play und natürlich eine Zahl eurer Wahl einzugeben. Das geht von 1 bis 7. Ganz, ganz easy. Ja. Und dieses Match wird anders heftig. Jetzt am Anfang wird es noch ziemlich leicht, weil es ist die erste, ja, es ist die erste Runde. So, kurz und knapp, es ist natürlich eigentlich fast genauso wie bei den normalen Rennen. Die Kugeln müssen ins Ziel kommen. Mit dem Unterschied, dass gleich, wenn das Rennen startet, ich der bin, der diese ganze Map halt bewegt. Also die Gravitation bewegt. Ähnlich wie bei diesem ganz alten Holz-Labyrinth-Mummelspiel, das bestimmt einer von euch aus der Grundschule oder Kindergarten noch kennt. Somit dürft ihr mit Play einfach reintreten und ich muss versuchen, euch sicher ins Ziel zu bringen. Das Spiel geht als verloren, wenn ich es schaffe, weniger als 3 Mummeln lebend ins Ziel zu bringen. Habe ich 3 Mummeln oder mehr, komme ich in das nächste Level. Es gibt übrigens ein unbegrenztes Zeitlimit, das heißt, man kann auch taktisch vorgehen. Es ist ein Profilbild da. Boah, das kann ich dir gerade nicht sagen. Sorry. So. Da, guck, Leute. So, und der Übersichtlichkeit halber werde ich mal den Namen entfernen. Falls jemand stirbt, so sieht man es ja sowieso. Also man sieht dann auf der einen Seite eine Todesanzeige. Mit die Person ist gestorben. Tief und langsam. Genau so muss das. Wie gesagt, das ist nur das erste Level. Das ist ja tatsächlich noch relativ einfach. Hui. So, natürlich schafft es jeder. Wäre ja auch traurig, wenn bei Level 1 schon jemand sterben würde. Dann hatte ich auch schon gedacht, wollte es nur nicht schreiben. Warte. Lass mal noch dünner das Wort Rindfleisch-Etikierungs-Überwachungs-Aufgaben-Übertragungsgesetz nutzen. What the fuck? Gibt's dieses Ding, gibt's dieses Wort wirklich? Beziehungsweise das Gesetz? Verdammt, wie viele Silben willst du haben? Ja. Erinnert mich irgendwie an Loco Rocco. Was ist Loco Rocco? Ist das dieses Labyrinth-Spiel? So, nächste Runde. Leider müsst ihr immer Ausrufezeichen Play eingeben, meine Süßen. Es tut mir leid. So eine Art Survival-Modus wäre aber auch geil. Dass die, die ins Ziel kommen, auch in der nächsten Runde noch mit dabei sind. Und die, die gestorben sind, dann halt nicht. Und ich muss halt so lange spielen, bis wirklich alle Murmeln nicht mehr leben. Aber gut. Eine Murmel ans Ziel zu kriegen, ist aber auch leicht. Das ist gar keine Herausforderung. Oder du nimmst... Donor, Dampfschiffe, Parts, Elektrizitäts, Hauptbetriebswerksbau, Unterbeamtengesellschaft. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass es diese Wörter echt irgendwo gibt. Ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Ja, wer kennt's nicht? Ich werde das jetzt nicht noch einmal laut vorlesen. Eieiei. Aber ey, immerhin schaffe ich es ohne Stottern, ne? Das heißt, ich kann definitiv lesen. Hier, diese Map scheint auch noch sehr leicht zu sein. Ja moin, das ging glaube ich sogar noch schneller als das erste Level. Kann das sein? Es gibt übrigens auch eher Ränge, wie ihr sehen könnt, ne? Ich bin auf Rang 278. Ich hatte es doch aber schon mal weiter als bis Level 3 geschafft. Oder setze ich das mit der Season immer wieder zurück? Kann ja auch sein. So, ihr wisst ja wieder, wie es läuft. Ausrufezeichen Play. Fürs Spielen.
Ich kann auch erst ab 3 Murmeln den Startbutton drücken, sehe ich gerade. Sehr interessant. Das sind echt legitime Wörter, nice. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Captain Corker. Mal so ganz random gesehen gehabt. Na, wie geht's dir? Schiffbau, Anlage für Anfänger. Da fehlt aber das H bei für. Sex in Deutsch. Nein, Spaß. Ich bin nur pingelig. Das ist nicht deine Schuld. Nee, das ist schon nicht so schlimm. Worüber ich mich wirklich ernsthaft beschweren könnte, sind die Leute, die in Telegram einfach nur eine richtige Sauklaue haben. Und wenn sie sich dann noch berichtigen, noch eine zweite Nachricht reinschreiben, wo immer noch ein falsches Wort drin ist. Wo ich dann immer meinen Kopf an die Hand, wo ich meine Hand an den Kopf schlagen muss und mir so sagen muss, du weißt aber schon, dass man Nachrichten in Telegram auch bearbeiten kann, da musst du keine Berichtigungsnachricht reinschreiben. Das ist nicht das altmodische WhatsApp, was diese tollen Features nicht hat. Das ist das moderne Telegram. Was viel besser als WhatsApp. Zumindest meiner Meinung nach. So, ich slalom mich hier durch. Nein, da ist eine Mummel gestorben. Rest in peace, Reptus. Es tut mir leid, ich hab dich ermordet. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. Ich schwöre, ich mach das nie wieder. Gut, wenn man jemanden einmal ermordet hat, kann man es ja auch nicht wieder machen. Aber ich spreche gerne in unlogisch. Reptus, die anderen Murmeln werden dich bestimmt rächen. Kommt auf die Lust an, die sie haben. Na, wo kommt denn mal das Ziel? Hallo, breitet euch doch nicht noch weiter aus hier. Ihr Süßigkeiten Murmeln. Okay, geschafft. Ein Verlust war da, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Super kalifragilistisch, expiranigetisch. Ist ja noch kurz, aber sowas von. Der Film war übrigens toll. Einer der wenigen wirklich uralten Filme, die richtig, richtig, richtig geil sind. Und ja, ich kenne diesen Film. Den haben wir nämlich damals im Unterricht geguckt. Und ich habe ihn geliebt. An andere etwas modernere Leute, die das nicht kennen, Mary Poppins. Wenn ich das richtig ausspreche. Diese komische Frau, die mit einem Regenschirm fliegen kann. Wirklich sehr guter Film. So, Ausrufezeichen Play. Ich weiß, ich klinge wie eine Schallplatte. Aber ich sage das lieber einmal öfter als einmal zu wenig. Oh, seht mal, guck mal, sogar mein Chat funktioniert sogar perfekt. Ich habe nämlich jegliche Art von Befehle ausgeblendet. Also der On-Stream-Chat hier im Stream wird dann nicht mit diesen ganzen Ausrufezeichen Plays vollgespammt. Auf diese Weise kann ich, falls ich eine Nachricht verpasse, sie nochmal lesen. Oder ihr. WC-Ente. Das ist das längste Wort der Welt. Bei mir zu Weihnachten gibt es keine Ente. Bei mir gibt es Grünkohl mit richtig deftigen Mettenten und das wird lecker schmecken. Nur 9 Stück? Mau! Verjag ich euch etwa? Nein! Ich habe Alpha Dude auf dem Gewissen. Warte mal, ich muss nochmal zurück. Ich habe einen zurückgelassen. Ja, das ist, weil ich gerade zu schnell wollte. Weil ich gerade zu schnell starten wollte. Oxygen ist schon wieder weg. Aber ich habe generell das Gefühl, kann es vielleicht sein, dass ihr euch kennt? Weil du plötzlich sagtest, sein Akku ist leer, ohne dass er das vorher in den Chat geschrieben hat. Das ist gerade irgendwie ein kleines bisschen sass. Ach, Alpha Dude überlebt das, wenn er stirbt. Jedenfalls glaube ich und hoffe ich das. Ich habe keinen Schluck auf, ich schwöre.
So, die Murmeln sind tief und langsam. Jetzt macht mal hinne. Danke. Alles schön der Reihe nach, dann kann auch gar nichts schief gehen. Guck doch mal, wie schön das läuft. Kein Troll bleibt zurück. Beziehungsweise keine Murmel bleibt zurück. Und ab ins Ziel. Nein! Reptus und netter Mensch, es tut mir leid. Doch, Alpha, heute ist das erste Mal, dass du rausgefallen bist. Glaube ich. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube. Egal, die nächste Runde kommt. Let's go. Ich glaube fest an euch, dass ihr das schafft. Noch sind die Strecken ja easy. Ein bisschen. Aber nicht mehr so easy, dass ich es schaffe, alle unbeschadet ins Ziel kommen zu lassen. Num, 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 num. Charlie, das sagst du immer. Nee, das stimmt nicht. Das ist das erste Mal, dass du reingeschrieben hast, dass ein Akku leer ist. Und es ist ziemlich sus, dass ausgerechnet du immer sagst, wenn Hoxuin weg ist und kein anderer. Darum frage ich mich, warum dich das so sehr interessiert. Und deswegen wird jetzt Sherlock Charlie zwei mögliche Theorien aufstellen. Theorie Nummer 1, ihr kennt euch mindestens oder seid sogar im direkten Umfeld zueinander. Weswegen ich nicht verstehe, warum du ihn nicht vielleicht mehr dazu bringen könntest, mir meinen scheiß Account zurückzugeben. Punkt Nummer 2, es ist ein zweiter Account von dir. Was zwar nicht so wahrscheinlich ist, aber die Möglichkeit besteht. Auf jeden Fall ist es sass, dass ihr euch kennt und dass du ständig sagst, wenn er weggeht. Das ist übrigens nur mein Bauchgefühl. Ich kann mich natürlich irren, das kann immer passieren. Aber naja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es sich nicht so leicht loswerden lässt, wenn man das einmal hat. So, die Runde geht auch schon wieder weiter. Let's go. Oh, da war eine Rampe. Nein, Reptus, du darfst nicht zurückbleiben. Das ist nicht toll. Reptus? Oh, okay, da kommt er wieder. Jetzt hatte ich für einen Moment lang Angst. Wird denn nicht schon wieder jemanden auf dem Gewissen haben? Okay, das ging kräftig in die Hose. Oh, scheiße. Nein, jetzt werden welche sterben. Ja, diese Mumie da stirbt. Nein! Mann, ey, diese Map ist aber auch echt scheiße gemacht. Wo sind die anderen? Kommt mal alle her, mein Lieben. Warte mal, kann ich mich eigentlich auch bewegen? Oh, Leute, ich hätte einfach zurückflutschen können. Da ist ja gar kein Abgrund. Oh, Mann. Raptors, du tust mir sehr leid. Ich schwöre, ich mache das nicht absichtlich. Hm? Netter Mensch, wieso redest du mit Stream Elements oder Streamlabs? Ach komm, sag mal, wird das Spiel mich gerade verarschen? Ey. Ich will doch nur weiterkommen. Ist doch nicht so schwer, egal. Ich werde jetzt alle nochmal in diese Ecke brezeln lassen. Ich werde nochmal starten. Darf doch nicht wahr sein, dass das nicht geht. So, jetzt dürften aber alle mitgekommen sein. Ausnahmslos. Streamlabs ist ein Wow. Aber warum nicht? So. Der Weg durch das Ziel steht uns jetzt nichts mehr im Wege. Oh Mann, und für diese Map habe ich jetzt so lange gebraucht. Miau. Siehste, wer freut sich denn eigentlich schon alles auf Halloween? Ich frage einfach mal in die Runde. Wie man unschwer erkennen kann, freue ich mich definitiv auf Halloween. Hm.
Pascal freut sich. Yay, immerhin einer. Was? Dem netten Menschen ist das gleichgültig? Er hasst Süßigkeiten. Anzeige ist raus. Nein, Spaß. Alles nur Spaß. Aber natürlich trinke ich noch einen kleinen Schluck. Prost. Es gibt Cola mit Orangemix. Jo. Du hast Karies und Gift. Erstmal, Süßigkeiten sind kein Gift. Solange man sich übertreibt, sind sie auch nicht ungesund. Karies bekommt man nur, wenn man zu dumm ist, seine Zähne zu putzen. Das hat nichts mit den Süßigkeiten zu tun. Bei Karies kann man auch kriegen, wenn man sich gesund ernährt. Oder gar nicht. Ich meine, ich kann es halt auch ein bisschen nachvollziehen trotzdem. Ich hatte schon mal Karies. Das ist nicht so wirklich schön. Also es fühlt sich nicht so gut an. Ich bin da 4 Jahre lang übrigens mit rumgelaufen, weil die Zahnärzte das 4 Jahre lang nicht bemerkt haben. Die haben mir nur immer eine Füllung verpasst, wenn ich sagte, yo, ich habe Zahnschmerzen, können Sie mal gucken. Die haben das Karies erst bemerkt, als ich irgendwann die Nase voll hat und sagte, nee, sie ziehen diesen Zahn jetzt. Mir scheißegal, ob das ein bleibender ist oder nicht, sie ziehen jetzt diesen Zahn. Ich will die Schmerzen nicht mehr haben. Dann, als sie ihn endlich gezogen hatten, dann haben sie gesagt, oh, du hattest Karies, wusstest du das? Ich so, nein, aber wieso wussten sie das auch nicht? Ich habe mich so hart verarscht gefühlt. Zahnärzte, die wahrscheinlich studieren gehen, haben das nicht bemerkt. 4 Jahre lang. 4 Jahre lang ging ich alle 1 bis 2 Monate zum Zahnarzt, weil ich extremste Zahnschmerzen hatte. Und die haben nicht gecheckt, dass ich da vielleicht einen schlimmen Zahn haben könnte. Ich glaube, die Geschichte habe ich sogar schon mal erzählt, aber ich kann sie nicht oft genug erzählen, weil es einfach so unglaublich ist, diese Geschichte. Ich hoffe, dass da gleich das Ziel kommt und kein Hindernis mehr. Oh. Okay, also die Map war jetzt schon wieder sehr easy. Vielleicht ist Gift drin, man weiß ja nie hier in Konnewitz. Ist euer Ort etwa so böse? Oh, hallo Geilomatik, grüß dich. Und hallo Furry Age. Oh Mann. Ich verpasse euch immer im Chat. Ihr sagt nicht hallo, ihr sagt immer direkt Play. Miau. PS, ich sah meine Ohren wackeln. Das wurde sich gerade eingelöst. Nur habe ich das Gefühl, dass mein Avatar gerade ein bisschen rumlaggt. Ich habe das Gefühl, ich bewege meinen Kopf zu schnell für das Kameratracking. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Meine Facecam ist halt nun doch nicht die beste. Bei zu schnellen Bewegungen funktioniert natürlich nichts. Bei Ausrufezeichen Furz passiert nichts. Oh shit, ich habe gefurzt. Nein, Spaß. Das wäre es ja, mit einem Befehl jemanden furzen lassen. Hilfe. Obwohl doch, es gibt einen Furzbefehl bei den Stream-Avatars, aber aus irgendeinem komischen Grund hört man den Furzton nicht mehr. Das ging von einem Tag auf den nächsten plötzlich nicht und ich weiß nicht, warum das so ist. So. Netter Mensch, ich wünsche dir eine höchst magische gute Nacht und schlaf schön. Träum was Schönes und man sieht sich, hört sich morgen. Ja. Ui, S3? S3? Was ist S3? Ich hab Angst. Miau. So, na dann. Wer Lust hat, darf natürlich wie immer mitspielen, ne? Ich weiß, ich sag das jede Runde, aber man muss die Leute ja auch versuchen zu motivieren. Denn ohne Motivation hat man keine Motivation, ne? Ah, du meintest X3. Oh, das lachende Gesicht mit dem zugekniffenen Augen. Oh, das ist diese Art von Map. In welchem Level bin ich jetzt eigentlich schon? Level 7, da oben steht's. Nein, da gehe ich noch nicht hin. Wie ich weiß noch damals, da hatten wir dieses lustige Fehlerchen, dass diese Dinge uns out of bounds gedrückt haben und wir verloren haben. Das wollen wir ja nicht nochmal, ne, meine Süßigkeiten. Ja. Gibt es wieder VIP? Wie meinst du das? Also hier kann man jetzt kein VIP gewinnen, weil es an mir liegt, ob ich das Level schaffe oder nicht. Ich glaube, so etwas wie eine Rangliste gibt es hier auch nicht. Und. Nein, ich habe eine Murmel getötet. Warte mal, jetzt muss ich versuchen, diese Murmel ins Ziel zu bringen.
Ich muss jetzt erstmal die ganzen anderen zurücklassen. Aber es geht wohl gerade nicht anders. Oh mein Gott, es klappt! Es klappt, los! Bring dich ins Ziel! Jawohl! Sorry, Pascal, ich wollte dich nicht töten, ich schwöre. Oh Mann, und fast wären auch alle anderen draufgegangen. Das wäre aber nicht so schön gewesen. Ja, Pascal, du kleine Murmel, bist leider runtergefallen. Und es tut mir wirklich super duper leid, ein Grabstein ist schon vorbestellt. Ja. Aber der Rest hat's geschafft. Ah ne, warte, 7 von 10, das sind 3 gestorben? Wo waren denn die ersten beiden? Und wann? Habe ich nicht bemerkt. Ich dachte, Hoxuin war weg. Warum weiß er denn, warum weiß er denn, dass ich gedacht habe, dass es der zweite Account ist? Das wird irgendwie immer sasser. Aber ist ja auch egal. Ausrufezeichen Play, wenn ihr Ausrufezeichen playen wollt. Aber auf so richtig magische Art und Weise. So viel zum Thema, ich habe doch Bock auf Mario Kart. Sieht man. Ah, Mario Kart kommt nächste Woche wieder, macht euch da mal keine Sorgen. Nein. Dein Akku ist kaputt, deswegen bist du immer kurz weg. Das kann ich irgendwie nicht ganz glauben. Vor allem hast du ja bestimmt auch einen PC, wenn du Roblox zockst. Miau. So, es sind nur noch 8 Leute da. Wie kann das sein, dass die Hälfte von denen, die zuschauen, überhaupt mitspielt? Miau, wir brauchen mehr Murmeln. Umso höher ist die Chance, dass wir das ja schaffen. Aber miau. Ich habe es geschafft, meine Switch irgendwie kaputt zu machen. Oh Mann, wie hast du das denn geschafft? Hast du sie aus Frustration fallen lassen? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Das ist jetzt ein sehr doofer Moment hier. Aber mit etwas Glück kommen diese beiden Kugeln ohne zu sterben in das Ziel. Ich schaff's halt einfach wirklich, die ins Ziel zu bringen, ne? Ohne dass die hinteren sterben. Läuft. Sie lädt nicht mehr. Und steck sie doch einfach so an den Strom. Geht doch auch. So, wir überstürzen nichts. Wir haben's überstürzt. Scheiße. Ja, ist auch eine interessante Art, den Moment ins Ziel zu bringen. Rollt mal alle in das magische Ziel. So, ob das jetzt die letzten sind oder ob da oben noch welche sind. Das waren die letzten. Hey, diesmal ist keiner gestorben. Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Und damit bin ich sogar auf Rang 161. Sie lädt gar nicht mehr. Na, was passiert denn, wenn du sie einsteigst? Kommt da nichts oder was? Bei solchen Momenten muss ich dann immer hinterfragen, was macht ihr mit eurer Konsole, wenn die immer so schnell kaputt geht? Ich besitze heute noch meine allererste Switch und sie hat noch nicht meine Macke. Sie ist voll funktionstüchtig, ohne Kratzer und der Akku ist auch noch ganz. Und die Controller sogar auch. Was habe ich dieses Wochenende vor? Na, nichts, was ich auch nicht in der Woche vorhabe. Schlafen, essen, streamen, gelegentlich mal scheißen gehen. Am Montag mache ich Halloween-Tour. Aber ob Montag noch als Wochenende zählt?
Na, sie switcht dann bereits komplett aus, weil dann empfehle ich dir, sie einfach mal ein paar Minuten drin zu lassen. Weil wenn die Switch wegen einem zu schwachen Akku aus ist und man zu lange nicht lädt, dann startet die auch erstmal die erste halbe Stunde nicht, weil sie erstmal genug Akku braucht, um überhaupt starten zu können. Also lass die einfach mal so eine halbe Stunde, Stunde drinne und guck, ob du sie dann starten kannst. Falls nicht, ist wohl der Akku im Arsch. Dann empfehle ich dir, einen anderen Akku reinzumachen. Oder falls es der Ladeschlitz ist, gucken, ob du dann ein Ersatzteil findest. Bei Reparatur beim Techniker ist natürlich immer ein bisschen teuer. Da lohnt es sich dann doch lieber, eine neue Switch zu kaufen. Bei Pokémon-Spielen ist es natürlich sehr böse, wenn die Switch flöten geht, weil dann der Spielstand weg ist. Die habe ich seit die Switch rausgekommen ist. Na, aber Owo. Okay, Hoxuin, gute Nacht. Dir ist das CD-Laufwerk der PS4 kaputt? Uff. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Wir sind alle viel zu klein. So, na dann, Leute. Wünscht mir Glück. Tataro und Pascal, es tut mir leid, aber ihr seid leider schon wieder von uns gegangen. Shit, wie soll ich denn diese Stelle hier hinkriegen? Das kann ja was werden. Warte, ich mach das mal so. Und ja, hey, so funktioniert's ja. Hui. Okay. Diese Runde könnte ich es jetzt nicht mehr schaffen. Wie viel sind denn das? Vier Stück sind noch im Leben, okay. Warte mal, ich muss mal ganz, ganz kurz ranzoomen. Mich interessiert das sehr, was diese Murmel da auf dem Kopf hat. Das. Oh nein! Stimmt ja! Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, nein! Ach, scheiße. Ja, gut, ich hab's verkackt. Ich hab vergessen, die Steuerung ist ja invertiert, wenn man sich umguckt. Ja, schön. Das haben die ja richtig gut programmiert. Jetzt bin ich gestorben, nur weil diese eine Murmel so süß auffällig war. Mau. Super, Level 9. So, als nächstes nehmen wir Döner und ich glaube, das wird dann auch schon die letzte Runde sein, wenn immer das Main-Menü funktionieren würde. Aber so richtig miau. So, wir gehen natürlich wieder bei Tilted rein. So, mal sehen, ob der Döner uns Glück bringt. Aber Döner bitte ohne Caps Lock, danke. So, let's go. Ich baue alles alleine um, einfach. Ich baue alles alleine um. Einfach kann ja nichts passieren, außer dass sie hochgeht. Ich bezweifle, dass die Nintendo Switch in die Luft geht. So, Leute, Ausrufezeichen Play. Miu. Miu, 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 miu. Okay, das erste Level wird natürlich super einfach, das können wir washen. Ja, wenn die Switch in die Luft geht, dann nur weil du wahrscheinlich an den Kontakten was kaputt gemacht hast. Aber Akkus explodieren nicht so einfach ohne technischen Fehler. Natürlich habe ich mir das gemerkt. Aber es macht keinen Sinn, es macht trotzdem nach wie vor keinen Sinn, das in den Chat zu schreiben. Weil ich habe mal nachgegoogelt und alle anderen, die ich kenne, für die heißt es auch Fuck you. Also, es macht absolut keinen Sinn, FY in den TikTok-Chat reinzuschreiben, out of context. Also am besten sein lassen. Weil meine Moderatoren sehen das auch als Fuck you. Also. Ich meine, ich sag das nur euch zuliebe, nicht, dass ihr aus Versehen stumm geschaltet werdet, nur weil ihr meint, das da reinzuschreiben. Ich weiß es zwar, aber die Mods wissen das nicht. So, das war übrigens extrem schnell. Oh, Fuchsi, das Wort kam aber ein bisschen spät.
So, 13 Sekunden. Ja, continue. Euer Play kam, glaube ich, ein bisschen zu spät. Aber ihr könnt jetzt nochmal reinkommen. Die Runde geht nochmal neu los. Juhu. Auf richtig magische Art. Oh, bei uns ist gerade ein Böller hochgegangen. Sehr interessant. Ja. Ja, weil du auf der For You bist, dann schreibt man einen ganzen Satz rein, hey, du warst immer eine For You, und schreibt nicht einfach FY rein. Also wirklich, die Leute da beim letzten Mal, die rausgesperrt wurden, das war das erste Mal, dass es überhaupt jemand gemacht hat. Also, einfach nicht diskutieren. Ich sag jetzt einfach, mach das einfach nicht und gut ist. Ja, aber dann... Ja, ist egal. Ich reg mich da nicht nochmal drüber auf. Beim letzten Mal hat die Diskussion schon zu lange gedauert. Ja, so, macht's einfach nicht mehr. Schreib stattdessen, hey, du warst auf der For You. Und dann ist ja auch alles gut. Alpha Dude, könntest du das bitte wieder rückgängig machen? nicht, dass dieses FY noch innerhalb eines Wortes erkannt wird. Das wäre in höchstem Maße kritisch. Oh, das ist eine Stelle, die will ich machen. Okay, das bewegt sich aber auch langsam. Ich sage immer, Level 1 bis 3 kann man waschen. Einfach. Jetzt sind nur noch 6 Leute da. Leute, schlaft ja alle ein. Es ist schon wieder zu spät. Und das am Wochenende. Los, Leute. Macht mal wieder mit. Je mehr Murmeln, desto besser und desto bunter. Weil Murmeln einfach Murmeln sind. Boah, mein Avatar laggt übrigens auf richtig heftige Art und Weise rum. Ich glaube, dass ich mal kurz neu starten werde, das Programm. Und nein, diesmal war es nicht auch im Stream flüssig. Ich habe gerade auch das Fenster geöffnet. Und der Avatar hat einfach nur die ganze Zeit rumgelaggt. Ja. Alpha Dude, was ist Classic Charlie? Das musst du mir kurz erklären. Jetzt muss ich erstmal VisiFace starten und das hat in letzter Zeit sehr viele Startprobleme. Es laggt in letzter Zeit gerne mal rum. Also Alpha, wer ist Classic Charlie? Der Snap. Ach so, na dann reicht doch einfach nur, also Charlie. Ah, und jetzt mal ernsthaft, wieso leckt VisiFace so rum? Ey, das ist Murmeln. Das kann doch unmöglich so viel Leistung beanspruchen. Sagt mir das nicht. Das glaube ich euch nicht. Jo. Okay, es leckt halt einfach immer noch. Jo. So Leute, was ist denn los? Kommt doch mal alle rein, jetzt sind nur noch 4 da. Nee, das akzeptiere ich nicht. Zumindest Ausrufezeichen Playcount in den Chat schreiben, wenn man schon nicht aktiv mit dabei ist. Ihr Spieler ist ein bisschen zu wenig. Dafür, dass wir hier 13 Zuschauer haben. Ja. Ich glaube, Fairy Age, du bist schon drin, ne? Ja, tatsächlich. Einfach. Miam, miam. So, ich guck mal kurz in den Taskmanager, warum das hier eigentlich alles so ruckelt. Okay, gut, da ist natürlich das Rätsels Lösung, ne? Ich sage ja immer wieder, dass Google Chrome richtig scheiße ist. Und ja,
Google Chrome frisst 50% der gesamten Computerleistung. Das ist der Grund, wieso mein VTuber rumleckt. Das ist heftig. Yay, es sind ja doch noch so viele Leute da. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, Google Chrome ist halt gerade im Hintergrund und macht die Musik, ne? Weil dieses Spiel leider keine Musik hat. Das würde es besser laufen. Ja, aber traurig ist es trotzdem. Warum frisst das so viel? Das ist doch nur ein Internetbrowser. Und geschafft. Was? Vulpix? Nee, Firefox ist ja noch schlimmer. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwann Opera runterladen. Der ist wenigstens leistungssparend. Was sehe ich denn da? Ich sehe ein Cap Tobias. Na du süßer Furry, wie geht es dir? Aber Fluff! Selber süß. Na, Spotify würde genauso rumruckeln, weil das habe ich ja dann auch in Chrome offen. Also daran liegt das jetzt nicht. Außerdem will ich auch lizenzfreie Musik hören und ich habe jetzt keine Lust bei Spotify nach lizenzfreier Musik zu gucken. Und daraus eine Playlist zu machen. Nee, Furry Age heute nicht. Es sei denn, dein Lied ist rein zufällig lizenzfrei, dann kannst du es von mir aus machen. Aber ich habe eine Idee, was ich jetzt mache, solange der Countdown da ist. Los Leute, spielt mit. Ist doch sonst langweilig. Ich werde jetzt The Fat World anmachen, weil die Musik klingt wenigstens gut. Das hier ist irgendwie nur irgend so ein billiger Elektro-Schrott, den irgendwie keiner hören möchte. Ach komm schon, jetzt leckt der ganze Browser rum. Warum? Ich habe das Gefühl, Chrome ist mir gerade abgestürzt. Gott, ist das nervig. Panda, das Lied. Vielleicht noch der Name von dem Künstler. Wäre vorteilhaft. Oh, die Runde geht schon los. Ah, macht er nichts. Die Momen, die rennen ja da nicht weg. Ultimate Gaming Music. Es lädt gerade so verdammt lange, Leute. So. So, eine schöne Playlist von The Fat World. Es sind nicht nur The Fat World Songs dabei, aber alles lizenzfreie Lieder. Also, let's go. Was, Animal Crossing Musik? Ich glaube, das mache ich mal lieber nicht. Nicht runterfallen, Leute. Nein! Ach, come on, warum? Los, geht ins Ziel und sterbt bitte nicht. Okay, die beiden sind schon mal da. Okay, ich hab's erfolgreich geschafft, sie am Leben zu lassen. Langsam aber sicher kommen sie in ihr trautes Heim. Top Elite Fuchsi Rudel. Was ist denn mit Top Elite gemeint? Oder ne, Top Tilte? Hä?
Wahrscheinlich, weil Fuxi am meisten ins Ziel gekommen ist. Was theoretisch ja für alle gilt. Und damit geht's ja auch schon los, die nächste Runde. Oh, Tobi, heute geht's einigermaßen. Ein bisschen Stress und so weiter. Weil ich vorhin was zocken wollte, aber es nicht funktioniert hat. Dann so jemand im Chat war, der mich ziemlich krass genervt hat. Jo, macht er nichts. Ohne Witz, Marbles stockt bei mir auch gerade schon wieder extrem rum. Aber kurioserweise nur die Mumien an der Seite, der Rest vom Spiel läuft flüssig. Ja, die Epic Games Server sind mal wieder extrem down und ich konnte kein Fall Guys zocken, weil man ständig nach jeder Runde rausgeworfen wurde. Nervt ein bisschen. Wieso hört man jetzt schon wieder keine Musik mehr? Also nichts für ungut. Keine Ahnung, was bei deinem PC falsch läuft, Alpha, aber 16 GB RAM, anfühlen tut sich das gerade, als hätte man 2. Das verstehe ich gerade überhaupt nicht, was da falsch läuft. So, jetzt ist Marvels bei mir auch hängen geblieben. Ja, wunderbar. Also ganz Windows laggt auch bei mir gerade rum. Ich krieg noch nicht mal jetzt. Ich habe gerade noch nicht mal das Spielfenster in den Vordergrund bekommen. Ja, also Google Chrome scheint abgestürzt zu sein. Erfolgreich. Na, ich weiß das auch nicht. Ich habe noch nicht mal viele Tabs offen, ne? Es ist bloß dieser scheiß YouTube-Kanal. Und übrigens auch nur in 1440p. Das heißt, Grafikleistung dürfte überhaupt nicht gefressen werden. Das ist absolut unverständlich, warum das jetzt passiert. Ja, wie soll ich denn das neu starten, wenn es hängen geblieben ist? Nicht wirklich möglich. Okay, ja, gut, ich konnte jetzt nicht alle Mumien retten. Das ging an dieser Stelle da echt nicht. Wichtig ist, dass alle ins Ziel kommen. Ja. So, dann schließen wir mal Chrome nochmal komplett. Vielleicht klappt es ja im Taskmanager. Ja, das hat geklappt. Aber ich habe komischerweise immer noch 100% CPU-Auslastung, ne? Warum frisst denn OBS heute so viel? Das ist doch sonst nie so gewesen. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber es steht halt wirklich, ne? 33%, das ist komisch. Sonst frisst OBS immer allerhöchstens 3%. Dann ist es wohl doch nicht Google, dann liegt es halt echt an OBS, dass der Scheiß nicht so läuft, wie er soll. Ein Spiel war halt ein bisschen ohne Musik. Geht halt wohl nicht anders. Miau, 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 miau. Dann machen wir diese Runde noch zu Ende und dann würde ich sagen, beenden wir mal den Stream. Ich meine, der PC von Alpha läuft doch heute extrem heiß. Was er übrigens sonst auch noch nicht gelaufen ist. Auch nicht mit Murmeln. Irgendwas ist anders und ich weiß nicht was. Was ist los? Wenn er die 4090 hat, ist das normal? Nein, ist es nicht. Im Gegenteil, dann würde sogar überhaupt nichts rumruckeln. Weil je mehr Grafikpower die Grafikkarte hat, desto weniger Prozessorleistung braucht man auch. Ich habe so ein leichtes Gefühl, woran das liegt. Erinnert ihr euch noch letztens, als mein Stream total verpixelt lief?
Da meinte OBS nämlich, die Einstellung zurückzusetzen und hat es auf 2 Mbits pro Sekunde gestellt, den Stream. Ich habe gerade die Vermutung, dass auch bei der Grafikeinstellung was sich zurückgesetzt hat, was dafür sorgt, dass er jetzt gerade nicht über die Grafikkarte, sondern über den Prozessor streamt. Und Leute, ich habe 13 Zuschauer. Wieso sind nur 5 Leute hier drin? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie schreibfaul kann man eigentlich sein? Vor allem reicht es sogar, wenn man einmal mit den Pfeiltasten nach oben klickt und dann Enter drückt. Man muss das Wort sogar nicht mal selbst ausschreiben. Miau. Aber egal. Solange es mindestens 3 sind, leben wir ja. Nein, nein. Fairy Age, ich weiß nicht, ob du Ahnung von Technik hast, aber Grafikkarten schießen nicht den Prozessor in die Höhe. Besonders nicht, wenn sie mehr Leistung haben. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, aber geh davon aus, dass das nicht stimmt. Genauso wie letztens mein Besucher, der meinte, er hätte eine RTX 1050. Ich habe mit ihm eine Stunde diskutiert. Er meinte, nein, er hat die. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, der Klügere gibt jetzt einfach nach. Und dann bin ich lächelnd weggegangen. Natürlich hat er das Lächeln nicht gesehen. Aber ich habe ihn innerlich extrem ausgelacht dafür, dass er so wenig Kenntnis von Technik hat. Was, du hast es immer neu geschrieben? Oh, Alpha, ey, du bist fleißig. Nee, es reicht wirklich aus, wenn du Pfeil nach oben drückst und Enter drückst. Mit Pfeil nach oben und Enter wird quasi die letzte Nachricht, die man geschrieben hat, verfasst. Und im Falle eines Ausrufezeichen Plays und danach nichts mehr, dann ist es halt auch weiterhin Ausrufezeichen Play. Ja, die 4090 läuft heiß, aber die macht den Prozessor nicht in die Höhe. Die läuft aber auch nur heiß, wenn man einen schlechten Kühler benutzt, beziehungsweise ein schlechtes Gehäuse. Jam. Das gilt aber dann auch für alle Grafikkarten. Außerdem wüsste ich gar nicht, was man mit einer 4090 sollte. Selbst die RTX 20er-Reihe reicht für alles noch vollkommen aus. Keine Diskussion. Es ist die pure Wahrheit. Miau, 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 miau. Nicht sterben, Leute, nicht sterben, meine magischen Murmeln. So, ganz, ganz, ganz langsam. Oh. So, da kommt die sechste Murmel. Oh, ich wäre jetzt drauf gegangen. Aber nur fast. Bei uns draußen hat es gerade schon wieder geböllert. Was ist los? Wir haben da noch kein Silvester. Ich frage mich, wo die das Zeug alle herkriegen. Gibt es da noch gar nichts zu kaufen? Du bist einfach ruhig, dann kannst du ja nachgoogeln. Fairy Age, Junge, ich bin seit 6 Jahren ein richtiger Technik-Nerd und weiß Bescheid, wie das alles funktioniert. Macht man alles richtig, läuft eine aktuelle Grafikkarte auch nicht heiß. Punkt aus Ende. Das wird dir jeder andere genauso sagen. Wenn deine Grafikkarte meint, heiß zu laufen, ist entweder dein Gehäuse oder deine Lüftung scheiße. Aber nicht die Grafikkarte. Zugegeben, es gibt wirklich einige Varianten der ersten 4090er, die wirklich in Flammen aufgehen. Das sind aber ein Hardware-Defekt, aber die läuft nicht nur einfach heiß, sondern die brennt komplett durch. Deswegen empfehle ich jedem, der sich eine Grafikkarte kauft, nicht die sofort zu Release zu kaufen. Könnte eventuell den Tod bringen. Auch nur eventuell. Im Minimalfall hat man einfach bloß keine Wohnung mehr. Da ist irgendwo ein Halloween-Fest bei uns? Echt? Ich mag Halloween. Akina, aber Hallöchen. Und Akina will, dass ich was trinke. Ich muss mir erstmal was zu trinken einkippen. No. Ja, außerdem hat mein Rechner nur eine 1060. Und wenn irgendetwas heiß läuft und von außen spürbar ist, dann ist es sowieso der Prozessor. Wie ich ja bereits sagte. Weil, wie gesagt, ich habe gerade 34% Prozessorauslastung in OBS. Was normalerweise nie so ist. Meine Theorie also, OBS streamt gerade über den Prozessor. Weiß ich, warum auch immer, wahrscheinlich die Einstellung wieder geändert hat.
Eventuell fahre ich den PC nachher nochmal neu los, bevor ich den Filmabend starte. Nicht, dass ich während des Filmeguckens nicht mal mehr multitaskinghaft ein paar Avatare machen kann. Also, ja. Ich meine, dass die Spiele ruckeln, wenn ich etwas zu grafikaufwendiges zocke und dabei streame, das kennen wir ja. Aber dass gleich das ganze Betriebssystem laggt, das ist noch nie passiert. Das ist wirklich kurios. Ja. Ah, oh, Akina, mir geht es ziemlich gut. Ein bisschen genervt, weil das Spiel vorhin nicht wollte. Also die Fall Guys Server sind gerade am Abkacken und wir konnten nicht zocken, weil ständig rausgeworfen worden. Da sind wir zu Murmeln übergegangen. Wenn du mitspielen möchtest, einmal Ausrufezeichen Play in den süßen Chat. Falls du nicht sogar schon drin bist, das kann ja gerade tatsächlich sein. Ich habe jetzt gar nicht darauf geguckt. Dann bist du hier eine richtig süße Murmel, die ich versuchen muss, ins Ziel zu steuern. Oh süß, Johnny ist endlich wieder zu Hause. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, Johnny, dass wenn ich das nächste Mal irgendwo richtig hart sterbe, dass wir auch den süßen Stream beenden. Weil es ist ja langsam spät, auch wenn es Wochenende ist. Aber ich habe ja gesagt, heute Discord-Filmabend. Luf! Aber freut dich sehr, dass es dir soweit gut, dass es mir soweit gut hier geht. Yay! Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin schon ganz gespannt auf Halloween, weil süßes oder saures. Und ich werde ganz viele Süßigkeiten abgreifen. Als Fairy ist das gar nicht mal so schwer. Mann, Murmeln, geht doch dahin, wo ich möchte, dass ihr hingeht. Oh, verdammt, diese Runde werde ich sowas von sterben. Nein, Charlie, du stirbst jetzt nicht. So, mindestens 3 Murmeln brauche ich, um die Runde zu schaffen. 5 von 7 sind noch am Leben. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht töten, ich schwöre. Ich mache das nicht absichtlich. Oh, das wird knapp. Nein, Fuxi ist tot und Alpha Dude ist auch tot. Ey. Ey, dieser eine, der muss mir aber folgen. Okay, ich glaube, die Runde habe ich verkackt. Ah, okay. Ich habe die Runde definitiv verkackt. Aber zumindest den lieben Blibbity Blobbity, den will ich wenigstens noch ins Ziel bringen. Ja, jetzt hat mich die Map richtig hart rangenommen. Mit nur einer Murmel komme ich leider nicht ins nächste Level. Schade. Und selber Cutie Pascal. Wenn du magst, können wir die süßen Bilder auch durchgehen. Ja, ich würde gerade sowieso sagen, Johnny, hast du einen zweiten Account? Weil mit dem einen Account würde ich dann gerne den Film rüber streamen, und mit dem anderen Account würde ich gerne mit dir ein bisschen quatschen. Weil ich Lust darauf habe. Nein, Akina darf nicht sterben. No. Mein Vater hat gesagt, wer bei uns nach Süßes fragt, rennt mit einem Gewehr hinterher. Ist aber ein komischer Vater. Aber wenn jetzt zu Halloween ein Todesfall da ist, weiß ich, dass dein Vater wahrscheinlich verhaftet wird. Spaß. Ja, alles nur Spaß. Yay, Johnny hat einen zweiten Account. Das ist süß. Das ist richtig süß. Mio. Naja, Fußschmerzen und Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Muskelkrämpfe. Also ja, es könnte besser sein. Armer Alpha. Wirklich magischer armer Alpha. So, ja, leider habe ich diese Runde nicht geschafft. Es tut mir wirklich leid. Falls ihr jetzt ein Blackscreen seht, dann soll das so sein. Das könnte unter anderem daran liegen, dass ich erfolgreich das Spiel geschlossen habe. So, jetzt öffne ich wieder magisches Chrom und möchte mal kurz mit euch gucken, wer ist denn jetzt alles hier live? Oh Mann. So, ich müsste vielleicht euch noch ein magisches Bildchen geben. Das kriegen wir aber auch gleich hin. Und da haben wir auch schon ein Bildchen. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich auch meinem Bowser einen Halloween-Theme verpasst, weil ich das einfach mag. Ich war aus irgendeinem komischen Grund bei mir im Stream drin. Ja, und Nachti, aber bleibt wenigstens noch kurz für den magischen Wait und. Ja, man merkt richtig, dass der Browser rumspackt. Der Stream lädt nicht mal. Und es laggt. Es laggt vom Feinsten.
Warte mal, mehr sind nicht online? Ernsthaft? Die Liste ist heute ziemlich kurz. Njum. So, wen haben wir denn da? Wir hätten schon mal den magischen Dominik mit VR-Chat. Oh, guck mal, jetzt sehe ich in meinem eigenen Stream, dass mein Stream noch am Laden war. Weil ich gerade so einen harten Delay habe. Okay, das sieht richtig nice aus. Okay, es tut mir leid, Leute, das müssen wir jetzt mal noch ganz kurz angucken. Ich finde das gerade richtig nice. Sagt mir, was ihr wollt, aber. Stimmt ja, wenn man einen eigenen Bildschirm überträgt und dann ist das ja irgendwann. Okay, ja, alles klar. Ja, richtig doppelt gemoppelt. Es sieht lustig aus. Wenn wir den süßen Dominik raiden, der hat nur zwei Zuschauer. Ich glaube, der hat mal ein paar verdient. Miau. Ach komm, Leute, das machen wir jetzt. Miau. Miau, miau, miau. Was, Jakob Wolf? Der sagt mir tatsächlich was. Der ist doch auch ab und zu mal hier drinne. Ich wusste gar nicht, dass der streamt. Gucken wir mal ganz kurz in seinen Stream rein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber oh mein Gott, mich nervt das, dass ich keine Hintergrundmusik anhaben kann. Es ist zu ruhig. Es ist zu eintönig. Und was genau spielt er da? Irgendwas mit Fliegen, das sehe ich schon mal. Ah, er zockt Tom Clancy's irgendwas. Das kann ich jetzt nicht aussprechen, weil mein Englisch dafür nicht ausreicht. Ja. Ohne Witz, ich wusste halt wirklich noch nicht, dass der streamt. Komm, gleich mal einen Follow da lassen. Oder nee, warte, das kommt vielleicht ein bisschen zass rüber. Ich werd ihm erst raiden und dann einen Follow da lassen. Mal kurz den magischen Namen kopieren. Ja. So, flup, flup, flup. Und noch ein Shoutout für die, bei denen der Raid mal wieder nicht funktioniert. Das passiert ja in letzter Zeit sehr oft, weil Twitch ein bisschen down ist und so. Oh, man kennt das ja. So, ich hoffe, ich habe noch nichts im Chat verpasst. Nimm, 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 nimm. Ja, einen doppelten Charlie. Oh nein, Bardo wurde auch vorgeschlagen. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es hat auch diverse Gründe, warum ich da jetzt auch nicht hingeradet hätte. Ich werde euch die genauen Gründe nicht sagen. Ich mache es nur kurz und sage, es gab Drama. Und mit Leuten, mit denen ich Drama habe, möchte ich ehrlich gesagt noch nichts zu tun haben. Weil ich habe schon genug Depressionen. Und wenn ich solche Leute nicht einfach vergesse, dann wird es schlimmer. Was? Ich habe Akku-Wolf? Shit! Abbrechen. Aber Hauptsache, es funktioniert. Das heißt, dieser User existiert. Entschuldigung. Ich habe mal kurz den Raid abgebrochen. Dann machen wir es gleich nochmal. Wie konnte mir das denn passieren? Gut, dass ich jetzt nochmal den Chat gelesen habe. Eieiei. Dann machen wir es nochmal so. Mit dem richtigen Namen. So. Wer auch immer Akku-Wolf heißt, wird sich jetzt freuen, dass ich ihn geshoutoutet habe. Oh Mann. So, jetzt habe ich mich aber nicht verschrieben. Jetzt haben wir den richtigen. Menschlich gesehen, ziemlich frustrierend, wenn die ganze Technik mal wieder extremst rumspinnt. Man kennt's, man kennt's, man kennt's. Ja. Ja, aber dann wünsche ich euch Süßigkeiten natürlich noch einen restlichen schönen Abend. Einen schönen restlichen Abend. Och nein, er geht jetzt nicht ernsthaft AFK, wenn ich ihn raiden mag. Das ist immer so dieser Moment, wenn der Moment ein Moment ist. Macht er nichts. Der wird gleich wieder da sein. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn dieser Stream heute echt nicht so lief, wie ich es wollte. Aber halt auch wirklich zu 100% nicht. Das ist so einer dieser Streams, dessen VODs ich nicht hochladen werde. Weil, ja, weiß ich nicht. Einfach weil Grund. Einfach weil Grund. Aber dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Falls man sich nicht mehr sieht oder hört, noch ein schönes Wochenende. Und Happy Halloween. Miau. Genau. Und viel Spaß beim lieben Jakob. Vielleicht gucke ich da auch noch ein bisschen mit zu im Hintergrund. Ciao, ciao. Miau. 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 Ich höre auf zu singen.